alle das Licht ausmachen, ab unter die Decke, Chips, Popcorn und Süßigkeiten bereithalten und ich würde sagen, los geht's. Ich hoffe, es ist laut genug für euch. Es geht um ein Suicide als Selbstmord. Es geht um einen Selbstmord von einer Rachel, einem Kind. Meine liebe Nicole. Faced with the dragon, one must brandish sword and shield. Sometimes one has to know when to kneel before the dragon. Kann ich das auch vielleicht auf Deutsch stellen? Ich übersetze es euch einfach, soweit ich kann. Ups. Ach, ich kann schon spielen. Ach, das ist ja witzig, das bin ich. Das bin ich, Leute. Hä? Haut ab! Macht Platz! Verschwindet! Hä? Was mache ich denn da? Ich presse mich einfach durch. Ach, das ist ja eine coole Sequenz. Mein Vater existiert für mich nicht mehr. Ich kann nur noch meiner Mutter vertrauen. You kissed Duncan Forbes under the Christmas milestone in 1980. Du hast quasi Duncan Forbes unter dem an Christmas 1985 geküsst. You marched against adoption in the first year of the college. Du hast ihn quasi geheiratet nach dem ersten Jahr vom College. First of all, I'm sorry. Als allererstes, es tut mir leid. Die Grafik ist echt schon mega geil. Geil. Wie ich mich da rumroll. Das ist ja voll fancy, ey. Haut ab! Verkauf unser Hotel. Let's end the story one. Lass uns diese Geschichte jetzt und für immer beenden. Wer macht denn da Schluss? Wer macht denn da Schluss mit wem und wer liest den Brief? Wieso übersetzt du auf jeder Englische steht doch jeder. Oh, da ist jemand gestorben. Oh, das ist bestimmt die Rachel. Ach Gott, wie hoch. Ach, das ist ja traurig. Wer macht denn aber bitte schön nachts eine Beerdigung, wenn ich das mal so einwerfen darf? Ich immer mit meinen dummen Kommentaren, oder? Diese Scheißlogik immer. Die Atmosphäre gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und in Anführungszeichen sind die Antworten des Protagonisten unter dem Brief. Vielleicht unterstützt du den Brief. Ach, übersetzt du den Brief dann auch? Ach so, Mettbrötchen, danke schön. The bad weather crossing Montana is amassing all the characteristics of an atypical storm. The bad turn is proving worse than expected, with above average winds and snowfall, especially forecast for Helena National Forest Natural Reserve. Also sie berichtet über das schlechte Wetter. The National Weather Service warns residents to follow all instructions given by local authorities and to avoid all unnecessary travel. Some concerned meteorologists are comparing it to the storm that hit Billings in 1955. Es war noch nie so ein schlechter Sturm wie 1955 und es wird abgeraten, unterwegs zu sein. Are we heading into the mother of all winters in Lewis and Clark County? Ich hätte mal gern wieder Schnee. Du liest, genießt das Spiel, genau, genießt das Spiel. Wer weiß, wie das so ein gutes Horrorgame kommt, Mensch. Tja. No, danke schön, Endbossy. Vielen, vielen Dank für deinen Resub. Dankeschön. Merci beaucoup. Wir schreiben uns nachher. Mir schon krass, wenn ich dich noch nie getroffen habe, aber ich dich trotzdem so lieb hab. So. Dieser Geruch, das ist alles, woran ich mich in der Nacht erinnern kann. Okay, alles klar. Okay. Leute, los geht's. Habe ich eine Flashlight? Wieso habe ich keine Flashlight, verdammt? Boah, das wird richtig geil, Leute, das Game. Das wird richtig pornös werden. Das wird pornös werden. Zu pornös für meine Verhältnisse. Der Anwalt meinte, dass ich ihn einen Blick ins Büro werfen sollte. Das sollte hinterm Bergmuseum am Ende der Treppe im Erdgeschoss sein, wenn ich mich recht erinnere. Soll immer diese komische Linie hier. Okay, hier kann ich nichts machen. Auch nicht. Oh, there's a phone ringing. Ein Spitzname? Gronzi.
Alles klar, werdet ihr wahrscheinlich morgen früh antworten. Alles klar, schlaf gut, Endbossi. An fremde Telefon gehen macht man nicht, Teil 2. Wo ist denn das Telefon? Ich mag die Grafik. Ich würde nie an ein fremdes Telefon gehen. Hä? 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 Ah, da. Kann ich mich da wie einklicken? 911 Anrufzentrale, wie kann ich behilflich sein? Was für ein Notfall liegt vor? Hallo? Können Sie mich hören? Was für ein Notfall liegt vor? Mr. McGrath, hi, it's Polly from Century Telephone. Mr. McGrath, hallo, hier ist Polly. Entschuldigen Sie die Störung, aber wie schon gesagt, der Anbieter klemmt zahlungsunfähige Kunden vom Telefonnetz ab. Genauso kürze ich es. Wollt ihr selber lesen? Ihr liest selber, oder? Hallo, Pan. We have to go ahead. I'm sorry. Goodbye. Alles klar. Yeah, Nicole, it's Jenkins, the attorney. The hotel chain that wants to take over your hotel has just dumped a mammoth holy Bible of documents on my desk that I need to check through. I have to personally go to the county land registry office before we meet. Listen, I know you didn't want to go to your father's funeral, but now the hotel is entirely your property. The law requires you to assess its condition before putting it on the market. It's very noble of your mother to want. Das ist der Tisch, den wir am Anfang gesehen haben, Leute. Not everyone would deprive themselves of such a sum. Anyway, it's up to you now. Get to it. I'll bring you a burger, you Portland folks can only dream of. Oh, I left you some notes and a master key on the dining room table of your family's old apartment. Start your rounds from there. Give me a couple of hours. Don't run off, all right? Ich hab eine Map. Oh, shit. Checklist. Mr. Jenkins hat gesagt, dass er den Hausmeisterschlüssel in der Master Suite gelassen hat. Wir hätten einen richtigen Anwalt aus Portland anhören sollen, Mom. Und nicht so einen Provinzler. Na gut, los geht's. Okay. Der Vater ist also gestorben. Ja, mit der Rachel ist ja auch irgendwas passiert. Ich bin schon echt gespannt. Ich glaube, das wird so ein richtig geiles Plot-Twist-Dings. Warum kann ich mir die Rollen alle anschauen? Okay, let's go. Finanzielle Unterlagen. Okay, wir durchsuchen mal das Haus. Es gibt auf jeden Fall Jumpscares. Es ist ein richtig geiles Horror-Game. Also entspannt euch, Leute. Okay, kann ich auch nicht gut. Ich kann nicht crouchen, ich kann mich hoffentlich nicht verstecken. Das heißt, es wird so wie ein bisschen Visage, so ein, einfach nur so ein Experience-Horror-Game, das ich immer sehr, sehr bevorzuge. Ich hasse so Chasing-Horror-Games, obwohl ich die auch natürlich spiele, so wie Outlast. Aber ich bevorzuge es auch einfach, mal nicht durch die Gegend rennen zu müssen. Ich suche mal einfach alles hier richtig feini. Ich habe gar nichts verstanden. Bitte liest du. Soll ich lesen, Leute, oder soll ich euch lesen lassen, ihr Faulies? Hallo, Elif. Ich finde es dumm, dass es Leute gibt, die am Anfang des Spiels sagen, wie langweilig. Ja, ignoriert die Leute. So Leute habe ich auch keinen Bock hier. Die sollen dann einfach gehen, Leute. Wenn es euch langweilt, dann geht einfach. Aber immer diese Kommentare. Ein Sub, das müsste eigentlich da dran stehen. Deswegen, ich finde, das hat das auch mal der Gronkh richtig ausgerastet, weil bei Horrorgames, er spielt 5 Minuten Horrorgame, langweilig, keine Jumpscares. Da ist er richtig ausgerastet, hat gesagt, gebt doch mal einem Spiel eine Chance und haltet einfach die Klappe. Da fühle ich ihn richtig. Also einfach mal ein Spiel eine Chance geben, die Atmosphäre auf sich wirken lassen und mal auf die Story einlassen. Es gibt auch Spiele, die haben einfach eine geile Story, die man sich dann entgehen lässt, nur weil man irgendwie auf so Hardcore-Jumpscares steht. Ich spiele alle Art von Spielen. Oh. Deswegen lasst uns das doch einfach genießen. Oh, war das nie gut? Wir lesen. Okay, du lesen. Du lesen bitte, wir lesen. Leute, das ist gut, wenn ihr lest. Oh, das ist gut, wenn ihr lest. Das ist auch eine gute Übung für euch. Hübsche Badewanne.
Ich hab noch nie gesagt, dass eine Badewanne hübsch ist. Ah, voll schön, so mit dem Schnee. Ah, oh, schneit! Ah, oh, ich will auch Schnee. Ich will mal wieder einen Urlaub machen mit ganz viel Schnee. Schnee, 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 Schnee. Alle zu, die Türen. Hübsche Badewanne. Ich lese nicht. Du lesen. Ihr seid so Faulis. Oh, Skiurlaub. Ich kann zwar keinen Ski fahren, aber egal. Sieht schon geil aus. Oh, da ist doch was geöffnet. Ah ja, da wackelt was. Schon sehr, sehr geil. Kann ich da auch rausgucken? Ach cool, ich kann sogar rausgucken, Leute. Wie geil ist das denn gemacht, das Spiel? Geil. Ich liebe Schnee. Jedes Spiel braucht etwas Geschichte oder will auch einfach mitten ins Spiel reingeschmissen werden. Eben, dafür gibt es Spiele wie Outlast. Die mag ich auch, aber ich mag auch solche Spiele. Hier, Master Suite, da müssen wir doch rein. Hier muss irgendwo... Ihhh, der hat nicht runtergespült, die Drecksau. Oh, das sieht aber nicht gut aus bei dem. Der hat hier, auf jeden Fall benutzt er die Colgate, Leute. Das ist sehr wichtig, sehr essentiell. Ein Pups-Duftraumspray, falls er kacken muss, hat er auch da. Die gleichen Flecken hat es auch in der anderen Badewanne, das ist mir direkt aufgefallen. Heißt, es ist die gleiche Textur. Rauchen tut er, nimmt unfassbar viel Medikamente. Wahrscheinlich kommt er nicht über den Selbstmord seiner Tochter hinweg. Und da haben wir noch einen schönen Schwamm, den ich mir genauer anschauen kann. Ginny, super Loot. Sehr schön. Wieso kann ich mir die ganzen Sachen eigentlich anschauen? Mala, sehr schön. Da saß wirklich ein Mensch dran und hat das modelliert, Leute. Hallo Nikolas, grüße dich. So, dann würde ich sagen, machen wir mal die Tür zu. Ich fühle mich immer so beobachtet in Horror-Games. Hey, guck mal, das ist Monte, Montana. Monte ist ein Bär. So. The Last Will and Testament, ein Testament an Leonardo McGruffin, resident in the city of Rimmen, out of country, state of United States. I nominate and appoint Claire Wilson. Die Claire soll also erben. Beziehungsweise hat die Verantwortung. Das hat sich jemand schon das Testament gemacht. Das lässt mir einfach so offen liegen. Junkings, Helena Soon Law Film. Dear Mrs. Nicole Wilson, this is to inform you that the nominated personal representative Claire Wilson is intent to transfer the property of Leonard McDonald's last will and testament. So, diese Claire Wilson hat quasi jetzt, er wollte quasi, dass sie jetzt über alles verfügt, die das ganze Geld und das ganze Vermögen. Und weil er schon wusste, dass er sich umbringt, oder? Hm, das Essen ist noch nicht so alt. Muss leider schlafen gehen. Alles klar. Oh, sad, sag ich sie. Da freue ich mich drauf. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und schlaf schön. Leute, wenn ihr schlafen gehen wollt, geht euch pennen. Ich lade das Spiel auf dem Zweitkanal hoch. Aber wenn ihr gerne es live miterleben wollt, ist natürlich immer was anderes. Noch besonderer. Hier. Leonard, Claire, Nicole. Dad, me, Mom. Und wo ist bitteschön Rachel? Habt ihr das schon mit Rachel so ein bisschen durchblicken lassen? Wer sind wir? Hat da jemand schon eine Theorie? Kann ich da irgendwas öffnen? Irgendwo reingucken? Passiert da ein Jumpscare? Okay, alles klar. Hallo Gamergirl, kannst du mir einen Spitznamen geben? Mag deine Videos. Cool, Mann. Ich nenne dich Kuli. Kuli, Kuli. The Science of Omens and the Knowledge of the Heavens. My room and my rules. Oh je, yeah. Das Zimmer vom Kind. There was me. Property and stars. Science from lovers. Ach, er dichtet. Rachel doesn't want to do her speech therapy. The lights everywhere. Rachel says she feels in store. Rachel is sad. Oh, kann es sein, dass Rachel irgendwie eine Depression hatte? Ist das Rachel von Life is Strange? Nee, aber es erinnert mich ganz stark daran. Occult, Emma of the... Occult, die Occult. Voll cool, dass man das alles lesen kann. Oh, wie ich das gehasst habe. F1 durch F2 gleich 2. F1 durch F2 gleich L und... Oh, pff, weg damit. Book of Spirit.
kann es sein, dass sie sich irgendwie mit rituellen Zeugs hier befasst hat? Mit irgendwelchen Sadomaso. Oh, das ist eine Zeichnung. Mit irgendwelchen Satanisten-Zeugs. Und irgendwie ist es doch seltsam, was sie da alles liest. Rachel ist das nicht gewollte Kind, denke ich. Der jetzige Sturm heißt so wie ich. Die Grafik ist super gemacht. Und vielleicht Rachel ein unerwünschtes Kind? Ja, ich glaube das auch. Also die Theorie der Gnus im Chat ist, dass es ein nicht erwünschtes Kind ist. Ich bin sehr gespannt, was rauskommt, Leute. Mir gefällt es nicht, dass ich mir alles so genau anschauen kann. Das wieder der Montana. Oh, oh, wir gehen ins... Oh, das ist ja ein cooles Zimmer. Oder? Voll fancy, findet ihr nicht? Also hier sieht noch genauso aus, wie meine Mom und ich es vor 10 Jahren verlassen haben. Das ist so, ach egal. Ach so, ich bin also die Tochter. Ach, jetzt verstehe ich. Ich bin also die gewünschte Tochter, die erwünschte Tochter. Und wahrscheinlich erfahren wir jetzt, was mit unserer nicht gewollten Tochter vielleicht ist. Vielleicht ein Kind aus einer Affäre, wer weiß. Aus einer Ehe zuvor. Ich bin echt gespannt. Was habe ich denn hier? Ich habe Konsole gespielt. Gutes Kind. Gutes Kind. Woman Warriors. Ey, ist so cool, dass man mir alles anschauen kann. Ich kann das ja alles experiencen hier. Dass sie aber hier alles hat einfach stehen lassen. Ach, das ist so ein richtiges Teenie-Zimmer, Leute. Vielleicht nimmt er Drogen. Sie war ein Kind in der Mitte. Was meinst du in der Mitte? Nicole ist bestimmt nach dem Tod von Rachel auf die Welt gekommen. Das kann gut sein, ja. Cool, cool, cool. VHS-Kassetten? Das ist der Hauptschlüssel, den mir Mom als Kind nie geben wollte. Für die Gästezimmer brauche ich aber... Oh, oh, bestimmt kommt da voll die Kacke jetzt noch raus. Ah, habe ich gemalt, also. Sehr schön. Oh, das sieht voll süß aus, so Leute. Schaut mal, wie schön. Oh, ist das schön? Das ist schön. Das ist das schön. Das ist nicht schön? Oh, der Bär! Der Bär! Könnt ihr das stehen lassen? Fenster. Gefällt mir gut, das Spiel bis jetzt, muss ich sagen. We want you. Wie witzig. Das soll doch Cyber-Ding sein. Daft Punk, oder? da gibt es auch ein Bild, da steht We want Gnu. Und da ist ein Gnu-Kopf drauf. Könnt ihr mal gern googeln. Super lustig. Hallo, Panan. So, Leute. Oh nein, Telefon schon wieder. Das macht mich ganz nervös gerade. Oh, 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 oh. Dankeschön an Nick. Dankeschön für deinen Sub. Vielen, vielen Dank. Danke, 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 danke. Dankeschön. Oh. What is this, a joke? Soll das etwa ein Scherz sein? Oh Gott, wie gruselig. Oh nein. Hello? Hallo? Verstehen Sie mich nicht? Ist da Mrs. McGrath? Wilson? McGrath was my father. Mein Vater hieß McGrath. This is Helena Federal Emergency Management Agency. My name is Irving Crawford. Mr. Jenkins told me you'd be arriving. Oh, Mr. Jenkins is a very enterprising man. Oh, I guess so. I wouldn't know. I'm kidding. Oh, right. Any reason for your call, Irving, from federal... whatchamacallit? I'm calling to assist you during your stay at the hotel. What? The Timberline is old but sturdy. You'll enjoy your stay and be safe, no problem. The furnace, wiring, it's all under control. Oh, okay, enough. What? I don't know what Jenkins told you, but I have zero intention of staying here longer than, let's say, 20 minutes. Oh. But the storm. Yeah, it doesn't matter. I'm leaving straight away. Maybe you're not aware. Thanks for everything. Irving, right? Irving. Yeah. Bye. Oh, Kaushimi, danke schön für deinen Sub an Link. Link hat jetzt auch einen Gnu-Sub. Vielen, vielen Dank, das ist ja total lieb. Danke, danke, danke. Na, ah, Leute, Spitznamen gibt es später wieder. Jetzt kümmern wir uns ums Game. Die war irgendwie Fan von Astronauten. Oh, wie groß, ist gewittert schon. Oh, guck mal, wie das Wetter sich geändert hat. Wie geil. Nee, gar nicht geil. Ist überhaupt nicht geil. Auf jeden Fall hat er jetzt angerufen, um mich zu kümmern. Weil hier funktioniert nichts. Strom, Heizung, alles am Arsch. Und wir haben jetzt gesagt, wir bleiben aber nur 20 Minuten. Und er hat gemeint, ja, aber der Sturm... Hier sieht es echt schlimm aus. Hätte nicht gedacht, dass mich hier so etwas erwartet. Und das Gruselige ist, wir hören schon, dass es draußen stürmt. Und ich glaube, wir kommen hier nicht mehr raus. Guckt mal, wie sich der Sturm verändert hat. Es wurde ja auch vorhin im Wetterbericht gesagt, dass der Sturm so schlimm ist, wie er seit 1955 nicht mehr war.
Oh Leute, ich glaube, es geht. Das wird's noch, ich sehe schon, es wird schon dunkel. Seht ihr? Oh, ekelhaft. Drücke, um zu laufen. Oh nein, warum muss ich jetzt schnell laufen? Ja, es wird jetzt langsam dunkel. Es hat jetzt schon gewittert. Oh, es ist ekelhaft. Wo bin ich denn gerade? Master Suite. Jetzt muss. Was ist denn das für ein ekelhaftes Geräusch? Oh nein, Leute, ich habe schon gar keinen Bock irgendwie. Oh, schrecklich. Ich brauche eine Taschenlampe. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Oh, das ist gruselige Kacke. Ey, wenn ich die wäre, ich würde mich so einscheißen. Aussichtsdeck. Hallo? Hey, you still there, Irving? Oh, yeah. I'm still here, Miss McGrath. I mean, Miss Wilson. When you said this shack was sturdy... Oh, that's what I was trying to tell you before. Around these parts, the weather... How much time do I have to move? The snow piles up pretty quick, and some parts over 3,000 feet are already icing over. I gotta risk it. You're not thinking of taking the car? Yeah? Nicole, listen. If your car breaks down... We can't come get you. Not even with tanks. Whatever happened to Miss Wilson? Sorry about that. I just... Nicole is fine. That said, thanks for everything. Again. Thanks. Seriously, if you ended up out there with your car gone dead, with 12 inches of snow and 20 degrees below zero, your lungs would collapse in a few minutes. I remember how things work in the mountains. Luck doesn't exist. As a FEMA agent, I have to insist... You know, you're not the first man. To do what? To try and stop me. Hey, wait! Bye! Oh, die ist voll dumm. Ist es vom Ton what gut? What can go wrong? I have a 1986 Dodge. Ach, ist die naiv. Passt es vom Ton her? Oder soll ich lauter machen? Ist die naiv, ey. Das ist... Oh. Ich hätte da so Angst. Also, wirklich. Da hätte ich richtig Panik. Okay. Weil ich weiß jetzt schon, dass wir in dieser Scheißhütte stecken bleiben werden. Es wird Nacht werden. Warum der Strom auch immer geht, frage ich mich. Wir müssen hier überall noch durchlaufen, wenn es Nacht ist. Ich weiß es jetzt schon. I won't stay here a minute more. No way. The attorney, he'll take care of everything. Fuck all this. Also sie möchte jetzt schon gehen. Sie sagt, sie fuckt drauf. Sie geht jetzt. Kein Bock mehr. Jetzt kommst du eh nicht mehr heim, Mädchen. Okay, was ist hier? Boah, es ist ein riesen Haus. Es ist gruselig. Stellt mal vor, ihr kommt nach so langer Zeit nach Hause und es ist alles so gruselig groß. Jetzt kommt bestimmt unsere verschollenes Geschwisterchen und spukt uns hier richtig ein, weil die sich hier umgebracht hat. Ich bin schon richtig gehypt, was hier rauskommt, Leute. Um was geht's im Spiel? Das wissen wir selber noch nicht, wirklich. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Es geht um irgendeinen Selbstmord von einem Mädchen. Und ich glaube, dass wir spekulieren schon, dass das Mädchen vielleicht unsere Schwester ist. Und wir sind jetzt irgendwie, weil unser Vater ja quasi, ich glaube, ich schon verstehe ich es richtig, dass er sie schon umgebracht hat. Wir uns jetzt wegen Anwaltskosten und Erben hier in dem Haus umschauen müssen. Draußen ist aber ein ganz schlimmer Schneesturm. Was für eine Riesenküche. Und es ist quasi ein Hotel. Und wir, und oben sind quasi unsere Zimmer, Gästezimmer. Und wir müssen uns quasi jetzt um den Scheiß kümmern. Wie es so ist, wenn man irgendwas erbt und alles inspizieren. Problem ist, der Sturm ist draußen so übel, dass wir jetzt nicht rauskommen. Und ich bedenke mal, dass jetzt hier gleich schön die Gaudi abgehen wird. Das The Shining, The Game. Hoffentlich ist es nicht wie The Shining. Sehr schrecklich. Ich frage mich auch, warum mich der Spielentwickler mich jetzt hier alles so inspizieren lässt. Wer hat The Shining gesehen? Bitte nicht, Leute. Oh nein, Keller. Ich gehe doch nicht in den Keller. Richtig, Gnu. Okay, gut. Ey, das ist ja... Komm, ich gehe in den Keller. Why not? Alles oder nichts, Leute. Ich habe das gehört. Habt ihr das auch gehört? Oh nein, es bewegen sich schon Dinge. Ich glaube aber, dass ich das für euch ein bisschen lauter machen möchte. Ich möchte, dass euch die Arschbacken wegsprengt, wenn irgendwas Gruseliges passiert. Nicht nur mir allein. Ich will, dass ihr das auch hört. Ich gehe jetzt in den Keller.
Ey, wie kann die denn da alleine hinfahren, Mann? Chef, oder ist auch irgendjemand, der sich da vielleicht irgendwie, der eingebrochen ist, um dort zu übernachten oder so. Da hätte ich voll Schiss. Das ist richtig gruselige Kacke. Ich will ja nicht in der Nacht so rumlaufen. Das ist alles schon so eklig vorbereitet für so ein Horrorspiel. Nicht in den Keller. Bitte nicht in den Keller. Jetzt ist schon zu spät, Leute. Ich bin ein Keller-Girl. Ich muss immer in den Keller. Ah, eine Werkstatt. Was ist das für ein scheiß Riesenhotel, Mensch? Radio. I don't like it. Wirklich nicht. Viel zu groß alles. Viel zu groß alles. Oh Gott, das hört ja gar nicht mehr auf. Ecken. Ekelhaft. Ach Gott, Leute, ich bin so dumm, dass ich in den scheiß Keller bin. Ey, das ist so unfassbar groß. Vor allem, es geht auch einfach... Oh nein, es geht ja immer weiter runter. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Bin ich überhaupt richtig? Oder mache ich gerade irgendeine Kacke? Wie du schon so langsam gehst. Ja, ich kenne das Spiel nicht. Ich will nicht, dass auf einmal ein Jumpscare vor mir ist. Was ist denn das Ekliges? Das ist ja schrecklich. Das ist ja schrecklich. Das Ding würde ich sofort verkaufen. Weg damit. Oh Gott, das ist schrecklich. Oh Gott, jetzt bin ich noch in der Kirche oder was? Das ist ja... Das steht sogar alles drin. Das kann ich sogar lesen. Also, ich mache kurz ein Gebet. So, meine lieben Gnulis, ich bin jetzt hier in der Kirche. Gnuli scheißt sich richtig fett ein und weiß, das Horror-Game wird richtig schlecht werden. Tweety sagt, hallo Gnu-Mama, wie geht es dir mit Herz? Melissa sagt, Horror-Game immer, wo es dunkel und schrecklich ist, ist das der richtige Weg. So, genug gepredigt. Kann ich da raus? Natürlich ist hier eine Sackgasse. Darf ich den ganzen kackgruseligen Weg zurückgehen, Mann? Ich würde es hier sofort alles verkaufen. Das ist ja fürchterlich. Das ist ja so gruselig und schrecklich. Ach, eklig. Nein, ich will hier nicht bleiben. Ich will hier raus. Nein. Bitte komm mir nicht damit. Habt ihr das gesehen? Die Musik verändert sich. Ich will hier schnell weg. Schnell. Lauf, Mann. Hör auf zu joggen. Lauf doch. Renn, Mädchen, renn. Das gruselige Scheiße, echt. Überall so viel Ecken. Das geht gar nicht klar, Mann. Ich will nicht. Ich will nicht. Boah, da hinten ging es doch lang. Ich will. Das ist mir viel zu viel. Ich hau ab. Nein, Zombie, du bleibst. Zombie, steh dein Mann jetzt. Hier, da war ich noch nicht drin. Oh, das ist ja voll schrecklich, das Spiel. So viele Möglichkeiten für krasse Jumpscares. Ein einsamer Stiefel. Ja, wichtig, diese Info. Zur Skiroute. Ja, wow. Ey, was ist das für eine geile Hitte hier? Oh Gott, Leute, ich habe Angst. Ich habe jetzt schon Angst, obwohl nichts passiert ist. Ne? Ich habe schon richtig Panik. Ich weiß, dieses Spiel wird unser Leben verändern. Ich möchte jetzt bitte ganz schnell raus hier aus dem Keller. Ich gehe nie wieder in den Keller. Wenn das Spiel verlangt, dass ich in den Keller gehe, dann ist das Spiel aus. Dann spielen wir nicht weiter. Dann war es das. Oh Leute, ich wäre so gerne an eurer Stelle jetzt eingekuschelt im Bett mit Schoki, Popcorn und Chips und würde mir das einfach nur reinziehen. Und selber nicht spielen müssen. Oh. Mikrowellen. Ist egal, ich brauche keine Mikrowellen. Sie hat doch gesagt, sie will hier raus. Warum kommen wir nicht mehr raus? Nicht umdrehen. Mach mir keine Panik jetzt. Jetzt raus hier. Raus, 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 raus. Was soll denn das? Warum ist die Tür? Oh, was ist das für ein schreckliches Männerklo? Oh, schrecklich. Schrecklich, schrecklich. Boah. Ich würde eigentlich ganz gerne eine Taschenlampe haben. Ist da Blut? Hä? Nee, ist rote Farbe, oder? Okay, ich gehe jetzt raus. Ist es hier eine geheime Tür oder was? Woman? Sieht ja genauso schrecklich aus.
Oh, ich hasse Toiletten in Horrorgames, aber ich muss es immer wissen. Ich hasse Toiletten, aber ich muss immer rein. Muss es mir sehr. Warum ist dann Kreuz und bei den anderen nicht? Wolltest du die Skiurlaube machen? Jetzt nicht mehr. Das hat sich jetzt hiermit erledigt. Ich werde nicht in den Skiurlaub gehen. Oh, ist wieder so eine ekelhafte, halboffene Tür. Oh, das ist gruselige Scheiße, echt. Ist ja eigentlich ganz nett hier. Aber es ist einfach gruselig. Was soll die Lampe hier am Boden? Wie komme ich denn hier wieder raus, Mann? Das ist ja voll riesig. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ach, thanks God. Tür zu, Keller will keiner mehr. Nie wieder. So, jetzt hauen wir ab, Leute. Raus hier. Schreckliches Hotel. Raus, 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 raus. No. Dankeschön, Baba. Baba hat insgesamt schon 18 Abos verschenkt und verschenkt jetzt einen an die liebe Dana. Vielen, vielen, vielen Dank. Wie komme ich denn hier raus? Leute, ich komme nicht mehr raus. Ah, hier. Oder Dining Room. Da waren wir ja gerade schon. Im Dining Room. Da waren wir ja gerade schon. Okay, jetzt bin ich hier im Kreis gelaufen. Jetzt habe ich ein bisschen ein Bild. Ich glaube, die haben es mit Absicht gemacht, dass ich mir jetzt die Map merke. Das ist ja ekelhaft. Warum schließen sich die verkackten Türen von alleine, Mann? Storage. Gibt's hier irgendwas für mich? Nope. So, jetzt war ich ja hier. Gibt es hier noch eine Tür, die ich irgendwie öffnen muss? Oh nein, hier geht es auch noch weiter. Hilfe. Hilfe! Hallo, Boston. Ich habe Angst, Boston. Mach was! Okay, geil. Direkt vom Büro zum Fressen. Och, Kühlraum. Cool. Der geht sogar noch. Lass mal direkt auf. Ich finde das unfassbar, wie groß es hier ist, Leute. Ich bin immer noch baff. Okay. Kann ich jetzt bitte nach Hause? Kann ich irgendwie gucken, was to-do ist? Drücke, um die Etage anzuzeigen. Cool, checke um. Okay, hier, Checklist. Hol das Auto und verschwinde von hier, bevor der Sturm losgeht. Ja, da habe ich, glaube ich, jetzt echt schon verkackt. Wo ist denn das Auto? Verdammte Kacke. Wo ist mein Auto? Where's my fucking car? Warum können wir nicht weiter mit dem Typen labern? Das heißt, alles in Ordnung. Weil sie einen auf cool machen muss und denkt, sie ist hier Independent Woman. Ich will mein Auto holen. Wo war mein Auto, Leute? Von wo bin ich hier reingekommen? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich kann nicht raus. Ich will raus, 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 raus! Vor allem verschwinde von hier. Das hört sich schon so dangerous an. Hier war ich noch nicht. Vielleicht komme ich von hier raus. Komm ich hier raus? Maybe. Ich bin verifiziert. Juhu, du bist ein verifiziertes Tierchen. Boah, was will man mit so einem Hotel machen? Andererseits schon geil, wenn du so ein Hotel hast. Direkt beim Skifahren ist es schon viel wert. Muss man schon sagen. Ey, jede Tür geht auf, ne? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja schlimm für jemanden wie mich. Ich muss immer alles inspizieren. Das ist ja schrecklich, Leute. Boah, das geht ja voll hoch. Da ist eine Note. Broken. Boah, Leute, das ist so riesig hier. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Hilfe, das hört ja gar nicht auf. Sag bloß, ich kann in jedes Zimmer hier. Ah, hier war ich doch schon, oder? Room? Boah, das ist unfassbar riesig hier. Ziel ist es, dich zu erschrecken. Ich glaube auch. Das wird auch passieren. Ich finde es halt sehr erschreckend, dass die mir hier alles zeigen, weil die wollen, dass ich mich hier ein bisschen auskenne. Weil wahrscheinlich habe ich später die Arschkarte. Guck mal, hier haben die ganzen Mitarbeiter wahrscheinlich gewohnt. Weil die wahrscheinlich wollen, dass ich mich hier richtig übel erschrecke. Oh nee, bitte nicht so eine Scheiße. Oh, das ist ja schrecklich, Leute. Echt. Dieses Spiel ist ja fürchterlich. Was habe ich mir denn da rausgesucht?
Das ist ja kriminell. Ich habe Angst. Und wenn das eine Minute hier. Ich habe schon die ganze Zeit Angst. Das ist ein kriminelles Spiel. Schimmel. Ah, da ist schon Schimmel an der Wand. Das kannst du vergessen. Okay. Hey, das ist ja unfassbar groß hier. Ich glaube, ich spiele danach nie wieder Horror, Leute, nach dem Spiel. Cancelled, Kostenplan. Boah, $20.000. Wir sind voll in den Schulden versunken. Versiegelte Tür. Warum denn nur? Ekelhafte Scheiße, ich will hier raus. Ich krieg langsam Panik. Schimmel. Ich will raus hier, Leute. Du wirst beobachtet. Nein, sag das nicht. Ich will hier raus. Ich krieg Panik. Ich will hier raus. Ich will hier wirklich raus. Da waren Geräusche. Ach, fürchterlich. Wie kann die denn nur hier alleine rumsteppen in diesem alten Scheißhotel? Kann doch auch irgendjemand sich versteckt haben, hier schlafen und einen überfallen? Das juckt die gar nicht. Ist viel zu gefährlich. Würde ich nie machen. Echt nicht. Boah, weg hier. Ich will jetzt zu meinem Auto. Ich hab echt... Das ist ja echt schrecklich. Hier läuft jemand hinterher. Leute, hört bitte auf, sowas zu sagen. Ich habe auch das Gefühl, aber bitte sagt's nicht die ganze Zeit. Oh, so sah es hier früher aus. Ist mir egal, ich habe das Gefühl, dass ich verfolgt werde. Ich will hier raus. Wie komme ich hier raus? Ich höre die ganze Zeit Geräusche. Ich will hier raus. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gleich was Schlimmes passiert. Raus, 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 raus. Wie komme ich hier raus, Leute? Helft mir. Ich komme nicht raus. Telefon. Wo ist mein scheiß Auto? Auto, eine Rose. Wieso? Warum? Wo ist mein Auto? Verdammte Schissel, Dissel, Manizzle, Whistle. Hä? Hey, das ist ja unfucking... Ey, hier gibt's ein Spiel. Spielautomaten. Geil. Nick ist da. Kannst du mal Dead Island Repetet spielen? Dankeschön für 3 Euro. Ich habe Dead Island tatsächlich gespielt. Ich fand es auch sehr geil. Ich finde nur allerdings, dass damals der Trailer viel mehr versprochen hat. Okay, nee, da gehe ich nicht runter. Hat jemand eine Ahnung, wie ich eventuell... Ich gehe mal kurz in den Master Room, ins Office. Und guck mal, ob ich hier irgendwie zurückkomme. Wird es langsam hier zu spooky. Also, wo bin ich denn? Ich bin im Office. Und wo ist mein Auto? Where is my fucking car? Locker Room. Locker Room kann ich raus. Church war ich schon. Garage. Ach, in der Garage muss ich hin. Oh Gott. Ich muss zur Garage. Da muss ich ja nochmal runter. Zu dem Locker Room. Da war ich ja gerade schon, oder? Laundry. Also in die Garage. Du musst runtergehen. Ich will aber nicht runter. Blöde Scheiße. Okay, lass uns runtergehen, weil es so schön ist unten. Und überhaupt nicht gruselig. Ey Mann, wo ist mein Auto? Ich gehe da doch jetzt total gerne runter in so einen blöden, gruseligen Scheiß-Hotel. Und suche hier irgendeine Kacke. Ich finde es ein bisschen doof, dass ich nicht auf der Karte angezeigt werde. Weil ich bin nicht gut im Kartenlesen. Und in der Etage bin ich aber jetzt gerade, sonst würde sie die nicht öffnen. Ich bin also gerade hier in der richtigen Etage. Hier, Boiler Room. Geil. So. Boiler Room. Boiler Room. So, vom Boiler Room muss ich jetzt... Ich hasse Kartenlesen. Ich glaube, das habe ich vorhin schon gesagt. Kartenlesen ist scheiße. Kartenlesen, das braucht niemand. So, ich glaube... Welche Tür muss ich jetzt lang? Ich gehe mal hier lang. Schau, ich habe... Hier ist der Laundry. Hier gehe ich mal in die Laundry rein. Hier, Laundry. Laundry ist da. Ich bin falsch gegangen. Das ist aber nicht schlimm. Ich gehe gleich wieder zurück. Likey! Hallo, Likey!
So, wir müssen hier lang. Wir sind richtig. Nutzt einfach Google Maps, aber wirklich. Bei dem scheiß Hotel brauche ich das auch. Ah, hier ist die Garage. Schau mal an, du. Schau mal einer an. Mein Auto. Rein da mit dir, Olle. Tell me you changed your mind. You there? Uh-huh. Oh, yeah, right. It's a direct line. I can't find my car keys. Oh. My fucking car keys. I left them on the seat. You sure? Think so. Maybe someone... No, listen. This office is about 12 miles from the hotel as the crow flies. It's 40 miles by road. There's nothing or no one in between, and that's not a good thing right now. God damn it, I knew it. Oh, maybe the keys are in your pocket. Wow, that didn't even cross my mind. Only trying to help. Yeah, that was kind of bitchy. No problem. The keys will turn up. The good news is that we have these new cell phones. That's what they call them. Radio doesn't reach out there. I bypass the signal to create a direct line through a shortwave sequencer. It's like a two-way radio station that's always open. Oh, this place. I vowed to never come back. Listen, I might only be a voice, but remember I'm here for you. Danke, Niki, für die 5 Euro. Vielen Dank, meine Liebe. Danke, danke, seriously. Danke. Oh, fine. So, was muss ich jetzt machen? Ich habe gerade den letzten Satz nicht gesehen. So, was ist ihre Aufgabe ist jetzt? Ich muss die Garagentür aufbekommen. Hoffentlich funktioniert das. Okay. Sieht nicht gut aus. Der Schlüssel ist im Zimmer 472. Ach, es ist gruselige Scheiße, echt. Talk to me. I can't open the garage door. It's a conspiracy, damn it. Stuff freezes up with the cold. I have to get out of here. I'm not sure you get it. Look, I left this place 10 years ago. I had no idea I would have to come back here, let alone stay a night. Nicole, I know your story. Everyone in the valley knows it. Your father, Rachel. What? Let's just forget it. I didn't want to be out of line. Don't mention the past. Okay. Ich habe gesagt, erwähne nicht die Vergangenheit. Nicht lass es sein. Don't mention the past. Okay, ich muss jetzt in den Raum 400... Was war's? 427. Boah, das ist ja fürchterlich. Ich muss jetzt die Nacht verbringen, Leute. Ich könnte kotzen. Und sie will ja hier gar nicht mehr her wegen der Rachel, weil die Rachel hat Suicide begangen. Also Selbstmord, das wird, glaube ich, richtig spannend, Leute. Das... Hey, found anything useful? No. No keys, no garage door. I can't get out of here without freezing. Christ. It's probably only for a night. Nein. The conditions might get better tomorrow. They might? Look, I'll be on duty all day. Call me when you want. Even just to talk. Okay. Oh, thanks, Irving. Just doing my job. Nicole? Yeah. If I may. What? I'd like to give you some advice. If it comes with the job. You're safe up there. Just relax. It'll be fine. Okay. Later. Oh, das ist ja nett. Also an ihrer Stelle würde ich in mein Kinderzimmer gehen und I dort chillen. I can't believe it. I'm stuck. Shit. Ja, wärst du halt mal auch an einem Tag gefahren, wo es nicht so fucking stimmt. Oh nein. Nein, Tag 1. Nein. Ist ja schrecklich. Hallo Jumpscares. Du passt dir perfekt her. Oh nein, es fängt die Scheiße an, Leute. Niki ist da. Muss leider jetzt schlafen gehen. Ich lade ihn zwischen auf jeden Fall hoch. Träumen Sie es, meine Liebe. Und danke für 5 Euro. Gute Nacht. Oh, Scheiße, Leute. Hallo? You still there? Is that a joke? Yeah. Well, you're improving. What's up? Oh, nothing. I mean, just wanted to say, you got everything you need to have a smooth night. But you should take a look at the main power system. You know, no one's been up there since... Leonard's death. 5 days might not seem like much, but the timberline has an age. I don't know. When I lived here, I was only a kid. I can barely find the bathroom. Well, that's... good start.
Like, at least I won't wet myself? No. I didn't mean... Don't blush, kid. I was just kidding. Oh. I just... I'll call if I need you. Oh nein. Scheiße. Checkliste. Wo muss ich hin? Da hat doch was gesagt. Ich muss jetzt runter. Oh nein, es wird dunkel. Kriege ich bitte eine Taschenlampe? Wieso geht man denn bei Nacht da dann auch runter, verdammte Schizzle-Dizzle? Oh, das ist ja fürchterlich. Das Spiel ist fürchterlich. Wo muss ich jetzt hin? Das Spiel ist so grausam zu mir. Was habe ich denn getan, dass ihr mir das antut? Keine Checkliste? Ich sollte doch irgendwas machen. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Oh Leute, hört auf, ich hasse euch. Irving, it's me again, obviously. I could really use a shower. Sure, you'll just need to turn on the furnace for the hot water. Oh, my mom never wanted me to go down there, but I loved that place. Full of little spiders. A real country bumpkin. Oh, I was a pest. Now, I think I even forgot how to get there. I forgot almost everything about this hotel. Funny, right? People forget what hurts, I think. Never enough, Irving. Never enough. Boah, ich bin so gespannt, yeah, was mit dieser Rachel passiert ist. Well, furnaces are always in the basement. You won't have trouble finding it. Is there something else I should know, like, to survive? Well, don't expect a five-star menu. Oh, really? You could survive for months with what's in the pantry. Let me guess. Canned beans, right? Bean soup, baked beans, potatoes and beans, bean broth. Starving suddenly seems like an acceptable option. Oh Gott, Leute, vielleicht wird's noch... du hast dir das Game ausgesucht, ich weiß. Hallo, Heat the Harmony. Ich glaube, Leonard, oder wie der heißt, ist dein Bruder gewesen. Also ein unerwünschtes Kind. Rachel war ja der Vater. Nee, nee, Rachel ist das Mädel. Leonard ist der Vater, Rachel ist quasi das Mädel, die ja Selbstmord begangen hat, meine Schwester. Wir wissen aber noch nicht, was... Oh Gott, bin ich gerade erschrocken wegen dem scheiß Telefon, was sie da holt. Are you at the furnace? He's waiting for me. He's down there. What? Who? Old farting ghost. Wait, what did you say? Old farting... I used to hide down there with hotel guest kids and wait for old farting ghost to come and get us. Farting... the furnace? Yeah. When Leonard found out, he almost choked laughing. Your father laughed about stuff like that? Alter Futz. Yeah. Well, hallo Nachtaktive, na klar, wie geht's dir? Hallo Grindel, grüß dich alle. Push the button, don't push the button. How's it going? It looks real... complicated. Furnaces are all the same. Can you see the control panel? I guess. What does the pressure gauge read? Huh? The thing that looks like a clock. Looks like 220. Oh. I don't like the sound of oh. It should be more like 210 psi. Pressure's building. You saying I have a choice between freezing or blowing up? No. Push the green button. It's the starter. Ich find's voll toll, dass der mich leitet. You rank spirit. Wake up. Huh? Nothing. Just talking to an old friend. Boah, ist das gruselig. And here he is, in tip-top shape, I'd say. You were right. The furnace is haunted. Now you've got hot water. You have no idea how grateful I am. Just doing my job. Okay, jetzt kann ich wieder in mein Haus zurück und duschen, oder? Muss ich wieder... Oh Gott, es passiert schon gleich irgendeine Scheiße, Leute. Oh, hallo Luke. Let's get ready to rumble, Leute. Oh Gott. Ich glaube, jetzt wird vielleicht was Schreckliches passieren. Die bauen es schon so ekelhaft auf hier. Oh, bitte nicht. Jetzt kommt schon die erste Spooky-Scheiße. Oh Gott, und ich finde auch, dass ich mit dem reden kann. Ganz schrecklich. Give me some good news. Just letting you know that the rooms will heat up before the hallways. Geil. I just want to go to bed. Did you find a room you feel comfortable in?
Yeah, my old room. It's exactly like I left it. Leonard cleaned it, but he didn't touch a thing. Same as you left it? Exactly. How does that make you feel? They teach psych classes at FEMA. Well, just being nice. It's endearing. Master Suite is here. But I'm not 16 anymore. There's lots of other rooms in the hotel. No. I think I'll sleep just fine. Okay. Okay. Ich würde auch in meinem Schlafzimmer schlafen. Ist das gruselig? Ich hätte da voll Angst. Okay, ich mach mal die Tür zu. Oh, ich würde mich so einsperren. Irving Crawford, FEMA. Hey. Hey! Listen, I just wanted to say, if I came across as obnoxious... No problemo. Voll nett. It almost feels like I'm getting used to being here again. Also irgendwie haben wir ja so ein Trauma, dass wir das alles hier verdrängt haben. Hallo Schiegel, hallo Anna, hallo Eldie. From the rumors that went around the valley about when you left the hotel, in all that rush, well... Right, I forgot. The Wilsonian mythology. Sorta. Now I'm just gonna chill in my room with the posters of my favorite bands, playing my old bass, totally unplugged. You play the bass? I suck. I wanted to thank you. Knowing that I'm not alone here is a huge deal. Yeah, well, thank you for, listening and not freezing to death in your car. So I owe you my life, then. Wow. It's just... Your job. I know. Night. Nein, wer ist der Mann hinter dir, Leute? Oh Gott, jetzt bin ich allein. Also für alle, die neu gekommen sind, wir spielen übergeiles Horror-Game. Es geht um den Selbstmord unserer kleinen Schwester, warum auch immer. Wir hatten ein Hotel, der Vater ist jetzt gestorben, das haben wir geerbt, wir sind hierher. Es ist ein ganz schlimmer Sturm, wir können nicht gehen. Wir haben aber jemand, der sich um uns kümmert, der quasi auch das Hotel verwaltet, der gesagt hat, wir sollen bloß nicht raus. Jetzt sitzen wir hier fest und ich glaube, jetzt geht die Scheiße richtig los. Kann ich jetzt duschen? Ich wollte doch duschen, oder nicht? Ich habe doch hier irgendeine Aufgabe jetzt. Ich bin hundemüde, ich werde in meinem Zimmer in der Master Suite schlafen. Kannst du nicht? Wolltest du nicht duschen? Deswegen habe ich doch den Boiler angemacht. Hundemüde, ist doch draußen noch hell. Wie kann man denn hier allein schlafen jetzt? Das ist voll gruselig. Allein dieser Raum hier. Da, allein da hinten ist irgendwas, wo man rein kann. Das sehe ich jetzt schon. Das ist richtig eklig. Mach meine Tür zu, sperr die ab und geh hier schlafen. Und hier hat meine Schwester wahrscheinlich auch Selbstmord gemacht. Da würde ich nie pennen, ey. Fürchterlich. So, kann ich jetzt bitte schlafen? In der Master Suite. Ach so, Madame will also im großen Bett schlafen. Ich habe gerade Schritte gehört. Hallo Gaming Prime. Chill in deinem Zimmer. Die Madame will aber in die Master Suite, glaube ich. Ich mache die Tür noch nicht auf. Wo ist das andere Riesenbett? Ich hasse dieses Spiel. Hier will sie schlafen. Die Madame. Oder? Madame? Monsieur? Mon Dieu? So geht sie nicht schlafen. Hallo, Bub. Wir sind doch in der Master Suite, oder? Es wird schon dunkel, oder? Oh, wie gruselig, ey. Ich würde es nicht können, Leute. Ich würde hier durchdrehen. Ich würde hier durchdrehen. Es ist so ein befremdliches Gefühl gerade für mich hier. Wieso kann ich nicht jetzt hier schlafen gehen? Ich würde gerne. Ach so. Erst noch ein bisschen Gitarre spielen, um alle Monster auf mich aufmerksam zu machen. Tag 2. Du hast doch echt jedes Horror-Game. Ja! Hallo Luca, hallo Joey. Hallo Sami, hallo Link. Oh, Link, süß! Link macht sich schon mit den Gnu-Emotes vertraut. Oh, es ist ein schöner Tag. Oh Gott, ja, zum Glück. Was machen wir denn jetzt hier? Ich hab keine Checklist, gar nichts. Morning. Good morning, Nicole. Get any sleep? Wie ein Stein. I was wide awake for hours, then suddenly darkness. So, any news? What?
Is the situation on the roads any better? Just give me a sec to get it together. Maybe I need some coffee. Oh, der Arme. Shut eye last night and... Wait, you didn't sleep? Like, at all? I thought you might need something. Oh. You didn't go home? Du bist nicht heimgegangen wegen uns. Because of me? I'm a workaholic. Oh, kann ich nicht mit denen zusammenkommen? Also sie? So, meteorologists are predicting a peak real soon. Probably tonight. You can't move, not just yet. In theory. What do you want to do? Okay, also der schlimmste Sturm kommt heute Nacht. Ich denke lieber an meine Grundbedürfnisse. Ich möchte das Thema nicht wechseln. I'm not ready for this kind of news at the crack of dawn. I'll eat, and then I'll think about it. It's time for you to take a tour of the pantry. Ich könnte ein ganzes Pferd verdrücken. Deal. I could eat a horse right now. The baked beans will be scrumptious. Okay, ich muss jetzt in den Vorratsraum. Oh Gott, heute Abend kommt erst der richtige Sturm, Leute. Das heißt, wenn die jetzt sagen, nachts kommt der Sturm, dann werde ich auch nachts wach sein. Wer hätte es gedacht? Und dann müssen wir hier nachts spielen. Aber ihr könnt euch ja alle in euer Deckchen kutscheln und einpupsen, während ich mir hier in die Hose scheiße. Ich warte schon auf die ersten paranormalen Scheißaktivitäten. Irving, how long has it been since someone's inspected the pantry? Inspected? You mean stocked? I'd just like to know if I should choose between malnutrition and food poisoning. There'll be tons of things to eat. Mm. Oh, definitely no mice or roaches. Pretty sure about that. Dankeschön, Chris, für 5 Euro. Danke für die lieben Worte. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich mache mir eher um die Welt der Bakterien Sorge. Dankeschön. When I was growing up, I used to love chasing mice. Now they're gonna chase me. You'll see. There's nothing to worry about. For a while, I hid an ant farm in the closet. I think Leonard suggested it. One morning, my bed was swarming with ants. You must have freaked out. My mother did. The ant farm ended up straight in the trash. Your career as an entomologist nipped in the bud. Didn't think I still remembered all these little things. Huh. So. Also, suche nach Lebensmittel im Küchenbereich. Kitchen. Okay, let's go to the kitchen. Bei uns ist Sturmi. Oh Gott, Sturm, Leute, wie hier. Ach Gott, ich hasse dieses Spiel so. Es ist so schrecklich. 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 Vorratskammer muss ja eigentlich direkt in der Nähe von der Küche sein. Rein theoretisch. Wäre das... Hier ist auch der Fridge, hier ist die Küche. Geil. So, was gibt's hier denn geiles, altes? Ich mache den Vollmodus an und spanne etwas. Bin aber da. Oh, wie süß. Genau, Leute, ihr könnt auch gerne, wenn ihr wollt, den Screen groß machen und euch ein bisschen einfach nur richtig wie so ein kleines Kino Netflix anschauen. Weil ihr keine Lust mehr habt zu schreiben, weil ihr euch jetzt aufs Spiel konzentrieren wollt. Puh, puh, puh. Also hier in der Küche. Nix gut. Hier, verdorbenes Essen. Geil. Hier, der Kürbis sieht doch noch gut aus. There's some food, but it looks moldy. Weird. Ja, aber hallo. I didn't expect that. There's a freezer. Take a look there. Okay. Ja, vor allem meine Güte, dann soll sie halt mal nix essen. Also man kann viele, viele Tage ohne Essen auskommen. Die 2-3 Tage wird's... Oh nein. Oh nein, habt ihr das gehört, Leute? Warum ist das zum Fick auf? Habt ihr gehört, mein dummes Ding hat schon gerauscht. Oh, bitte nicht, ich hab da gar keinen Bock drauf. Jetzt bin ich auch gerade voll erschrocken, weil mein blödes Headset ist Dolby Surround. Ich dachte, das wäre neben mir. Ich hätte Angst, dass mich hier jemand einsperrt und die Tür zufällt. Da hast du doch was. Beans, Mac and Lunch. Ah, nee, nicht wirklich. Oh nein, genau das meinte ich. Boah, ich wusste es. Hallo, Momo. Hey. You kidding? Ich wusste es. Oh, fuck, kein Empfang. Oh mein Gott. Oh mein Scheißgott, ich würde so Panik bekommen. Erste paranormale Aktivität. Oh mein Gott, Leute, ich will das Spiel nicht mehr spielen.
Oh Gott, Hilfe, das ist eine Tür. Hört ihr das? Ist wieder auf. Oh mein Gott. Oh, I almost forgot. There might be a problem with the fridge door. Just make sure it doesn't close. Are you fucking with me? No. Wait. What did I say? It would have been more useful to know that before I got locked in. Oh, holy shit. I'm a freaking space cadet. Oh Gott, okay, das Yeah. Auch. I could have died in there. Oh Gott. Ah, Armageddon. Okay, das war's. Jetzt gibt's nichts zu fressen. Gibt nichts zu essen, Leute. Die Mikrowelle könnte nützlich sein, um die Bohnen aufzuwärmen. Ach, Mädchen, ey. Hier, Mikrowelle. Ich würde gerne eine Taschenlampe haben. Ich wette mit euch, dass wenn jetzt der Sturm kommt, wird hundertprozentig der Strom ausfallen. Und dann haben wir die Arschkarte. So, hier ist eine Mikrowelle noch. Ach Gott, Leute, ey, echt ne. Ich feiere das Spiel. Unfassbar gut. Typ ist safe im Psycho, ich glaube auch. Ja, vielleicht ist der Typ auch irgendwie böse und tut uns verarschen. Hallo, Bauschi. Let's eat Mäuse. Ich glaube nicht, dass sie hier irgendwie überleben, oder? Das ist richtig geil, das Spiel. Finde ich auch. Hallo, Baby. Ich hätte einfach alleine, also auch wenn jetzt hier kein, wenn ich jetzt dort wäre und es wären keine Geister da und alles wäre easy. Ich hatte einfach schon Angst mit der Metalldose in die Mikro. Egal. Übrigens, Leute, bitte nie Alu-Zeugs oder so in die Mikro tun. Ich hatte einfach Angst. Ich hätte einfach Angst. Geil. Wie viele Kalorien hat das Ganze? 18 Kalorien pro Portion. Wie viel Proteine? 1 Proteine. Bohnen haben doch sau viel. Stimmt doch gar nicht. Bohnen haben sau viel Protein. Okay, jetzt habe ich gefoodet. Ich bin so froh, wenn wir den Typen anrufen. Sorry to interrupt your continental breakfast. I got a hold of Mr. Jenkins, the attorney. Okay. Wird er hier ankommen? About time. When's he getting here? He tried to make it. His car ended up in a ditch between York Road and Valley. Oh, come on. He called 911 after just a mile. Ich geh heulen, ich sehe mich weiter um. Well, I might as well finish the inspection. I can do it without Jenkins. He told me to give you a message. Here it is. He says to... this is a swear word. You don't need to hear it. Nicole, at this point, start assessing the general conditions of the hotel on your own. Jot down what you want to keep. I recommend you start with the second floor. It's surely the most damaged. Please, only call me if you've got good news. Och, die ist so gemein zu dem. Kann ich mal weiter essen? Was bringt es? Die sind noch nicht mal leer. Okay, ich muss in den zweiten Stock. Alles klar. Das ist ein Survival-Spiel in einem spooky Hotel. Ist es das? Bitte nicht Survivor. Ich survive nämlich nie. Hab auch immer Angst, wenn ich die Rollladen runter mache, wenn ich alleine zu Hause bin. Ja. Also allein daheim, da hört man... Ich finde, man kann sich auch voll reinsteigern. Ihr kennt es ja sicherlich alle. Ihr seid allein zu Hause. Ihr steigert euch rein, dass ihr was gehört habt und was gesehen habt. Und es wird immer schlimmer und dann fühlt ihr euch beobachtet. Also ich finde, man kann selbst mit der eigenen Psyche echt richtig verrückt machen. Und ich bin gerade dabei wegen dem Spiel. Ich höre auch die ganze Zeit scheiß Geräusche, um ehrlich zu sein. Das ist ja schrecklich hier, echt. So, jetzt gehe ich mal erstmal hoch in den zweiten Stock. Schön Licht. Genau hier würde ich mich hinsetzen, hier bleiben. Oh ja, ja, wer kennt's nicht? Das ist so schlimm. Das ist richtig schlimm. Oh, Hotels sind schon gruselig. Da hat doch gerade jemand gehustet. Habt ihr es gehört? Hä? Muss ich oben anfangen? Zweiter Stock? Da hat doch gerade jemand gehustet. Bin ich jetzt oben? Einer schlägt vor, dass ich zuerst einen Blick auf den zweiten Stock werfe. Second Floor, ja, ich bin auf dem Second Floor.
Ach Gott, ey, Schimmel. There's some serious water stains on the second floor. That floor is pretty run down. There's some windows missing and water damage too. Yeah. Okay. Museum ist dort. Was haben die eigentlich noch alles? Ich finde es so cool, dass wir rausschauen können, wie geil das aussieht. Schon echt eine geile Lage. Museum war ich hier schon? Ach, verrückt. Also die Museumssachen würde ich auf jeden Fall alle behalten. Ich finde es super cool, diese Idee. Auch Beschützer, da bleibe ich. Auch, dass die quasi einen hier so rumführen, das ist schon richtig cool gemacht, muss ich sagen. Und dass er einen rumführt und alles, schon geil. Staubmagnet, sagt sie. Nee, Jumpscares. Hinter der Karte wäre echt super. Boah, das wäre richtig böse. Letztens war ich allein zu Hause und dann ist einfach was umgefallen, habe einen halben Herzinfarkt bekommen. Boah, das ist echt schon schrecklich allein daheim. Es ist schon echt gruselig. Boah, es ist hier riesengroß, echt. Unfassbar riesig. Hier, was war das? Stuff only? War doch gerade was. Ach, Schimmel schon wieder. From what I can see, I can't rule out serious damage. Refurbishment was scheduled, but they never finished. Eine versiegelte Tür. Here I am. What's up? The hallway on the second floor is cut off. The door to the west wing is locked. Your father started renovations, but he didn't get the bank loan and had to stop. Leonard's attic is at the end of the hallway. His man cave. Does that mean something to you? I tried so hard to forget about that room for years. How to play, Beast? Anyway, the west wing is pretty run down after all this time with no windows. Hello? Are you there? You always have an answer to everything. What do you mean? Tell me something. What are you hiding from me? I don't understand, Nicole. You know how to turn on the furnace. You know where to find food, and that the fridge door is busted. You know my family's story and the hotels. It's up to FEMA to deliver the supplies to isolated places like the Timberland. Stimmt, das ist eigentlich schon komisch, da weiß alles über uns. I've been up there with the truck every month since I've been on duty. Is something wrong? I don't know. I don't know what you know and what you don't know. What difference does it make? None. I'm sorry if I upset you. No one can upset me. I better keep doing the inspection. Mit geiler Lage meine ich natürlich, wie das Hotel gelegen ist. Nicht, dass ich die Situation hier geil finde. Okay, ich muss das wahrscheinlich hier irgendwie mal aufkriegen. Jetzt gehen wir aber hier ist eine Kacktür auf. Habe ich direkt schon gesehen. Dass ich hier jetzt rein muss. Fuh ja mal live, ey. Ich hab kein Spiegelbild. Och, och. Checkliste. Kann ich da bitte ranzoomen? Also, wir sind in die Schulden gekommen. Der Schuldenberg wurde größer. Wieso ist diese Tür offen? Das muss doch irgendeinen Sinn. Wieso ist diese Tür offen? Nur um das zu sehen. Hier, 28.02.89. Ah, hier, Room 304. Guest Room, check clean. Problems with electronic heating, skin, nose, messy, rats, enough, is enough. Okay, also hier hat sogar Ratten. Was war das? Habt ihr das gehört? Ey, ich bin jetzt echt empfindlich für so eine Scheiße, ne? Bitte nicht. Yeah. Hello? This is the building. Leonard Stoney. Who is this? Listen, don't sell your tag. Who the hell are you? Rachel is still there. Don't sell the hotel. Is this a joke? Who is this? Don't do anything stupid. You're gonna pay for this lame-ass joke. I have a phone, a cell phone, I'm talking with FEMA, and I'm gonna get them to call the sheriff. Boah, da will ich jetzt kotzen vor Angst.
Soll das heißen, dass die Rachel, ob vielleicht ist ja ihr toter Körper hier noch. Oh, es ist gruselig. Jetzt fängt die Scheiße erst richtig an. Oh nein. Fu my life are hard. Fu everything. Fu, 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 fu. Fu it. Fu ja. Ist ja widerlich. You pissed at me? I don't have time to rehash my past with you. I've got a different problem. Someone just called the hotel. What? Who? It was a bad connection. What did they want? They said, Rachel is alive. Don't sell the hotel. Idiot. There's something else that doesn't make sense. The phone lines are down. Leonard stopped paying the bill months ago. I'll ask someone to run a check. Ach, gruselig. I didn't know FEMA had FBI authority. Around these parts, time passes in a different way. Some stories seem like they've been forgotten, but actually they just sink down. Sink down? Like tea leaves in a cup. I think I get it, almost. That girl's death. Rachel. It was the result of painful events, and now it's someone's obsession. You talking about anyone in particular? Well, her death ruined two families that everyone looked up to. Yours and Rachel's. Your father, McGrath, the genius astrophysicist. And Rachel's father, the upstanding Reverend Foster. So, das war schon meine Freundin. Not something easy to forget around here. Das ist nicht meine Schwester. You know what I think? They can go get fucked, every one of them. I know what we went through. No one else. Fuck them. So, Dione, vielen, vielen Dank, dass du deinen Sub weiter fortlaufen lässt. Dankeschön. Danke, danke. Oh, Stufe 3, Leute, das baut sich so geil auf. Das ist ja voll der Film. Na, hör mal. Also, die Rachel ist überhaupt nicht meine Schwester. Wahrscheinlich sind wir Freunde gewesen. Ja, die juckt's echt nicht. Hallo, geiler Sami. Oh nein, es ist dunkel. Oh, fuh, my life. Nein, 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 nein. Hauptschlüssel. Hä? Hauptschlüssel? What? Nein? Hey, cutie pie. Daddy? Nicole, it's Irving. Oh, sorry. So habe ich hier seit Jahren nicht mehr geschlafen. I must have fallen asleep. I haven't slept like that since I was a kid. You had a tough day yesterday. I think I had a dream. About? Leonard, maybe. Okay, I need you to pay attention, though. Should I worry? The storm brought down some power lines. There are blackouts all over. Ich wusste es. Oh, I wonder why that doesn't surprise me. The electricity generator could go bust. I don't like the idea of you up there on your own in the dark. We need to do something. My electrical know-how is slightly limited. It's okay. I can guide you to the emergency generator. If we activate it, you'll be self-sufficient. That's it? There are two ways of getting to the circuit breaker. Straight through the garage's side door, or from the floor you're on. But? The garage side door is stuck. You'll have to pass through the crawl space along the entire building and climb down from your floor. If the power goes out, you'll be completely in the dark. All right. What do I have to do? Check the closet in your father's apartment and see if he left anything you can use for lighting. Oh. On my way. Nein, ich wusste es. Ah! Sami, den geht's sehr gut. Was ist denn der gleiche, wie der am Telefon war vorher? Dachte ich mir auch, hat sich sehr ähnlich angehört, du Kälbchen. Ich wusste es. Kacke. Vor allem, die Tussi hat jetzt bis nachts geschlafen. Das heißt, wir werden jetzt die ganze Nacht wach bleiben, weil die den ganzen Tag über jetzt gepennt hat, die Tussi. Die dumme Kuh. Und jetzt müssen wir runter in den Scheiß... Raum. Oh, look at that! I thought I lost you that time the Thompson girl came to play. Leonard must have found you someplace. Oh, das jetzt wird's richtig eklig. Das baut sich so geiles, krasses Horror-Game. Echt, also super geil. Wow, ich bin echt beeindruckt, muss ich sagen. Schon lange mehr echt so ein Horror-Game gespielt, was mich atmosphärisch auch schon so fertig macht. Also echt wow. Genau sowas liebe ich. So langsam die Steigerung. Ich liebe viele Horror-Games und sowas mag ich auch extrem. Wenn sich das so... Wo muss ich hin? Irving hat gesagt, dass sie zwischen
Decke vom Personalbereich im ersten Stock aus betreten muss. Ich dachte, ich soll erstmal nach einer Lampe oder sowas suchen. Wird das Spiel durchgespielt? Können wir dann mal Pipi-Pause machen? Ja, wir machen das noch fertig, dann machen wir Pipi-Pause, okay? Ich will nur kurz meine Lampe haben. Hier muss doch irgendwo eine Taschenlampe sein, oder? Oh, das ist fürchterlich, ey. Was würdet ihr machen, Leute? Ja, guck mal, wie es aussieht. Das ist schon geil. Geil, geil, geil. Ich wäre auch nie alleine hergekommen, echt nicht. Was hat die gesagt, wo ich gucken muss? Eine Brille? I can still hear that guy telling me Rachel's alive. If he calls back, go into special protocol mode. Which is? Trying to sell him a vacuum cleaner. Why did I even ask? Hallo Gurke. Oh, im Keller ohne Licht, ja. Hallo Gurke, gibt's hier. Ich musste doch irgendwie, hat er doch gesagt, soll ich gucken? Ob sie irgendwo. Ah. Oh, wie soll ich jetzt mitgenommen? Any news? I found a Polaroid. Family photo? Anything important? No, I mean a camera. It looks like it works. You want to take a photo of the generator? No, you moron. I was thinking of using the flash for lighting. Oh, smart. You can try. I had one just like this when I was 16. Es wird immer schlimmer, Mann. Hallo, Reboy. No way. I broke mine hiking on Hogback Mountain. I cried all day with Leonard insisting it was only an instrument used to capture images. He said, you keep the really important ones inside. Oh Gott, Leute. Oh, yep. Anyway, the Polaroid's better than nothing. No, the lights and the flash could come in handy. Oh Leute, fool my life. Ist doch nicht deren Scheiß ernst, oder? Das gibt's doch nicht. Soll ich damit jetzt ausleuchten, oder was? Oh nee, das ist ja wie die Visage. Ich will nicht. Ich will nicht. Oh. Oh, Leute. Torti hat insgesamt schon 10 Abos verschenkt und einen an Kalim. An Kalimo Buttermilch. Dankeschön. Danke, danke, danke. Oh, Leute, ne, dieses Game macht mich so fertig. Was ist das für ein Spiel? Das ist einfach... Brainfuck zu 100% AFK in the hood. Das ist ja fürchterlich. Kriege ich nicht einfach eine scheiß Taschenlampe? Wie kann man hier eigentlich herkommen ohne eine blöde Taschenlampe? Verdammt, Mann. Hilfe, ich habe Angst, dunkel. Schrecklich, hier ist Licht, hier bleibe ich. Boah, das ist ja ekelhaft, Leute. Wo muss ich denn überhaupt hin? Was steht da? Personalbereich im ersten Stock. Ich muss gar nicht in den Keller. Ich gehe freiwillig in den gefährlichsten Bereich, ich doofe Kuh. Fu mal live. Fu it. Just fu. Ich habe auch Angst. Aber ihr könnt euch ja ins Bettchen kuscheln. Das ist ja das Tolle. Ihr könnt euch einfach ins Bettchen wiggeln und mich machen lassen. Das ist ja das Tolle an der Sache. Ich hab auch Angst, Leute. Ich hab auch Angst. Reißt euch zusammen. Ich hab echt Angst. Ich weiß, dass jetzt gleich die Musik sich ändern wird. Das ist schon so, die bauen das schon so richtig auf. So richtig eklig. So, ich bin jetzt... im First Floor. Ach, hier muss es irgendwo sein. Ja, du sagtest doch gleich. Hätte ich ja gleich hier bleiben können, verdammte Kacke. Haha, fuck it. Hey. Okay, almost there. I think the lights are getting worse. You need to move fast. On the same floor of your apartment, in the staff area, there's a small storeroom. Your father asked us several times to fix the lock. Fingers crossed, it's still broken. That's where the access to the crawl space is. The crawl space? I'd totally forgotten that. Remember where to go? No.
But I do remember the panels were really hard to open. I wasn't allowed to go in there. What happens when I get to the closet? You'll have to go down to the breaker box and switch it on. Alright. Doesn't sound like rocket science. Leute, nein! You suck at reassuring people. Oh, fuck it, ich pack das nicht! Ich pack das nicht! Pack das nicht! Ich pack das nicht! Ah! Ah! Wohin? Ich habe keine Ahnung, was hat jemand zugehört? Ich kann mich nicht konzentrieren, ich habe Angst. Wie kann man mir sowas antun? Ich bin doch so ein armes Geschöpf. Ich habe doch niemandem was getan. Tür zur Zwischendecke, Taschenlampe. Ja, Mann! Ja! Ja, fuck it! Fuck it in the hood! Ich habe eine Taschenlampe, Mann! Oh mein Gott. Oh nein. I found the crawl space and also a dynamo flashlight. Know how to use it? I think I just have to push the lever continuously. Is everything okay? When I was a kid, I used to crawl through tunnels like a mouse, but the crawl space seems so narrow now. Maybe you gained weight. It's called growing up, idiot. Das muss man natürlich auch alles nachts machen, ne? Och Gott, Leute, ey, die wollen mich doch rollen, oder? Ey, die wollen mich so rollen. Oh mein Gott. Shit. What's wrong? Your prophecy came true. The power went out. It's completely dark. Pitch black. Okay, stay calm. Can you see the bundle of cables above your head? Anyway, there should be some cables along the... Yeah, I know what a bundle is. Okay, okay. Easy does it. All you need to do is follow them and you'll get to the generator room. Don't go any other way, otherwise who knows where you'll end up. Oh, perfect. I got the flashlight, sorta. I got my breadcrumb trail, more like my cable trail, whatever. I can do it. All right, yeah. Easy. Does it. Hallo? Warum kann ich das nicht usen? Mann, neben dir am Fenster. Hört auf, mir Angst zu machen! Das war ein Puppenarm. Boah, jetzt machen sie es echt schon richtig schlimm. Ah, hier, der scheiß Schalter ist umgefallen. Ja, Mann, gib mir Strom. Lippenstift. What? Oh, oh. Oh, oh, das stimmt, der von der Rachel. What's up? Hi. I want to ask you something. Okay. Go ahead. How long has the hotel been closed? About 4 years. Yeah, from 89. I mean, did anyone think about doing a thorough clean of the basement? Don't know. Probably pretty rushed. Why? I found something. Another what? Polaroid? A lipstick. Huh. Ein Lippenstift hier? What's a lipstick doing here? Oh, das Rachel's. It's a lipstick? You don't get it. It looks really old. I remember this brand. The girls at school used it. Weird. What? It didn't dry out. I could even use it now. It's perfect. I'm afraid I don't get it. Irving, this brand doesn't exist anymore. It's been, I don't know, 9 or 10 years. Strange someone should wait 10 years to open a lipstick just to use it, don't you think? Why are you telling me this, Nicole? You want to get pretty there with the generator? Are you crazy? Nicole, it's just another one of those things customers forget. Well, yeah. You're probably right. Machst du nochmal Abzocken in Fortnite? Auf jeden Fall. Warum hilft dir keiner? Warum? Der Mann hilft mir eigentlich schon ganz gut, aber es ist schon gruselig. Oh Gott, Tag 4. Wir bereiten uns irgendwie schon auf die Rachel vor.
Reporting is ordered, sir. You awake? Sorta. You forget your coffee? For once, I don't need it. I gotta talk to you about something. Okay. Danke, Knuddelbär, dass du dich so reinhängst. Auch vielen Dank an alle anderen. Guck, jetzt kann ich die Hinweise hier anschauen. So. Jetzt schaue ich den Hinweis an. Here I am. You didn't tell me you knew Leonard. I thought we'd been through that. Let me finish. I spent the night going through his stuff, and I want to know what you think. About what? You obviously know more about this place than I do. About what went on here, since I left at least. What do you mean, you went through his stuff? What are you looking for? Someone calls me and says Rachel is alive. Then a lipstick appears out of nowhere. It feels like something weird's going on. Rachel is dead. That's what everyone says. But maybe the story deserves a second pass. There are too many gray areas. Look, the storm is dying down. You'll be able to leave soon and go back to your life. And you can forget about the whole thing, like you did 10 years ago. What do you care about this old business? It's not worth losing sleep over just to play detective. Look at it this way. I've always had a secret passion for Sherlock Holmes. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you gotta listen to what's buzzing in your head. Hello, Beth. First, it might just be a confusing noise, but if you connect the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. All right. Let's go hunt some bees, then. Interessant, weil guck mal, Leute, ich konnte das vorhin gar nicht anschauen. Es war wirklich, du hattest recht, ich war wirklich stecken geblieben. Guck mal, ich konnte es vorhin nicht machen. You know, I can't stop thinking about Rachel's father. Reverend Foster. He was a very strict man. Harsh. Even for pastor standards. He and Leonard spent hours debating the nature of reality, the universe, and God. Well, opposites often attract. Do you ever see him? Rarely. He gives a service once in a while. Priests always made me nervous. Them and their invisible boss. His daughter's death destroyed his ego. His faith made him even more cynical and lonely than he already was. I can remember him demanding total perfection from Rachel. That was insane. You don't think he could have harmed his daughter? Hey, no, no. But even Reverend Foster is a player we shouldn't underestimate in this story. Just saying. Right. Hallo, Bad Guy. Ah, das war, also guck mal, ich hab das echt nett gewusst hier, ne? Also das ging vorhin nicht. Es ging vorhin nicht, Leute, witzig. Remember the lipstick I found downstairs? Yep, you made a big deal about it. It doesn't smell. Should it? After they've been open for a while, lipsticks smell really bad. Maybe there's been other women. I mean... From what I gather, Leonard was a sort of recluse. And don't forget, the lipstick is really old. Could the cold have preserved it? Possibly. Anything else? Hey, I found a book in Leonard's things. It's a collection of poetry, but it's got notes written in it. Did your father write them? What do they say? Dates, notes, thoughts. Listen to this. Today I saw Rachel. Or Rachel is sad. Or Rachel says she feels alone. He kept a diary about her. But the book was printed 8 years after Rachel's death. Do you mean it's like he was talking with Rachel after she died? As if he saw her. Well, I mean, there must be an explanation. Of course. There's an explanation for everything. And we've got to find it. Oder sie ist wirklich ein Geist und hat ihn gestalkt. Das ist jetzt interessant. Krass, also ich glaube, das soll, ist eher, bin eher ich als Kind, oder? Das bin ich als Kind und das bin ich als Teen, oder? Was meint ihr?
Interessant, interessant. So, Zeitungsausschnitte. Hier haben wir alles schon gelesen vorhin. It shocked the entire building. Also sie ist quasi, hier sieht man ihre Studienkollege Helena's Highschool Student says goodbye to Rachel auf ihren Spinn, voll traurig. Hier sieht man auch noch Rachels Tod. Hier wurde ihre Leiche gefunden, haben wir auch schon alles angeschaut. Hier haben wir auch noch The Strangest Gossip of the Month. After 10 years, es ist nach 10 Jahren rausgekommen, dass anscheinend hier die Rachel mit meinem Vater in dem Spiel anscheinend was hatte. Genau, hier mit dem Anruf und dann drehen wir nochmal hier darüber. In this article from a couple years back, there's a statement by some girl who affirms she saw Rachel in a hallway at the Timberline. Who's this girl? A classmate, Glenda Ferguson. I tore out the page. I think the magazine was MT Woman. Nicole, that's a gossip magazine. They would sell their mother, even their cousins and nephews, just for a bunch of new readers. But she was a classmate. She couldn't have been wrong. Rachel fell 90 feet into a void. She can't be alive. I thought I was the skeptical one here. Wir kriegen immer mehr raus. Tatsächlich sind bei mir schon Socken verschwunden, ob es der Trocken nur jemals ist. Genau. So, listen to this. Graphologists doubt the authenticity of the suicide note left by the girl. Who said that? An investigative journalist. The article came out a year after her death. You think it's a setup? Perhaps. Okay, well, I'll hear you out. Okay, nochmal. Das ging nämlich vorhin nicht, weil ich habe außersehen beides, ich habe beides doppelt gehört. I found a copy of the local paper, dated December 29th, 1981, the day that the body was discovered. According to the forensics report, Rachel had been dead for days. She was 9 weeks pregnant. Yeah, that was the official version. Okay, I'd say that's enough. Yeah, that's enough for tonight. Today, or what the hell time is it? You think there's a lot to dig up in this old story? Maybe, maybe not. Until I know exactly what happened. Any objections? You don't need my approval. Good job. You're getting the hang of it. But sometimes it's better to leave the skeletons in the closet. And once they come out, you never know what they'll have to say. It's a risk I already considered. I can handle it. Hard-headed like your father. Trust me, at least on this one thing. Go to bed. You need it. Agent Crawford, this bit of advice. I'll follow it to the T. Hallo, Lucardo. Ich geh schlafen. Gute Nacht an alle, die schlafen müssen. Hallo, Bloody Sniper. Yeah, wir sind, es ist fünfter Tag. Ey, wir haben da jetzt fast eine halbe Stunde oder länger gebraucht. Ah, das war ein Fehler. Das war wirklich ein Bug. Weil ich habe nämlich vorhin die Sequenz gestartet und da ging nichts. That's the red smoke you talked about. Hey, cutie pie. How are you? Daddy? Daddy, is that you? Where are you? I can't see you. You came back in the end. It's like the inescapability of a celestial body's revolution. We can't help but follow certain stars' brightness, even if those stars have died millions of years ago. Daddy, I missed you so much. Their light is alive, and it reaches us. And those stars are alive and dead at the same time. Daddy, where did you go? I missed you so, so much. Listen, sweet pea. My sweetheart. Listen to my voice. It's important. I can't see you. Where are you? Where are you? You know how much I love you. I know, Daddy. I've always known it. I love you too. Say it again, please. I love you. I love you. I love you. I love you. Rachel. Rachel. Wow. Rachel. 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 Rachel.
Wow. Es gibt anscheinend, man hat anscheinend ihren toten Körper gefunden. Ich wusste, dass Rachel schwanger war, aber ist das Kind geboren oder nicht? Das ist eine gute Frage. Vielleicht bin ja sogar ich die Tochter. Morning. Am I interrupting? I was eating. Steak and potatoes, cheesecake, strawberry shake, and a frothy cappuccino, Italian style. So the usual frozen beans. Half a serving. The other half ended up in the trash. I did find something. Some tapes that were found in the main office. In truth, I shouldn't even have taken them. Oh, so what'd you find, Billy the Kid? Well, I don't think it's anything useful. Wait, where did I put them? What? The pliers, so I can pry the words out of your mouth. Oh, sure. Okay. It's VHS of the behind the scenes of a TV broadcast. But it's all bullshit just to attract an audience. Trust me. Jesus, that... you can be really long-winded. Yeah, you're right. Sorry. They're tapes about haunted hotels, weird and mysterious stories, stuff kids like. With these guys who call themselves ghost hunters. Ghost hunters? Did they hear about the old farting ghost? I'm not sure, but they went on a tour of old buildings in the county, and they stopped by the Timberline, too. Whatever, let me hear it. Okay, but I'm warning you, it's kind of... Well... Okay, the lights look good. How about the headphones? Don't know, there's like a buzzing noise. Listen. Yeah, true. Well, the German ones were better. We are about to enter a nightmare hotel. A place full of deceit and secrecy where terrible lies were played out. Nah, I didn't like that. I'll do it again later. Oh, the room with the fireplace isn't bad. Okay. Spare me the kitchen. I wouldn't know what the hell to say. Fireplace okay, kitchen no. Stan, where'd you leave all the gear? Room 1-7. I stuck a piece of tape on the door. I didn't get that. What room? I got a buzz in the headset. Damn microphones. 1-1-7. Danny, what's that stuff in camera? It's giving off a glare and burns out the frame. I told you, no tricks. What tricks? I didn't use anything. Stop fucking around, Danny. I told you I didn't rig anything. I saw it too. It's a mirror, isn't it? Huh? It looked like the reflection on a mirror. What'd you smoke this morning? What the fuck are you two up to? Cut the crap. You're freaking me out. Holy shit, there it is. There it is. Where? I saw it. It's just up there. It's like a light, like a door that opens. I swear, Dad, stop touching me or you'll give me a heart attack. What are you talking about? I'm like over here. Fuck, I felt someone touch me. Are you kidding? Oh, God. Okay. That's it? Yep, the tape's damaged. Too damp. Well, I'd say fucking typical. How ladylike. What happened in the end with the TV show? Never aired. Some say they ran off, ditching everything there. Yeah, but they mention a room on the tape. I'd like to take a look. It's, 117, I think. 117, yeah. Same floor as my apartment. Genau, das wollte ich auch sagen. Vielleicht sind wir Drages Tochter. Ja, oder der Junge ist die Mutter. Der Mann, der uns anruft, ist vielleicht der Sohn von der Rachel. Kann das vielleicht sein? Da hat jemand geschrieben wegen Seelsorgen-Stream. Kann man bei einer von den Mods gucken, ob da jemand aktiv ist. Oh Gott, das war bei mir. Gerade erschrocken, ey. Kann es sein, dass das vielleicht der Sohn ist von der Rachel, der es irgendwie der überlebt hat? Die war doch im 9. Monat schwanger. Vielleicht konnte man ja das Kind retten. Gruselige Kacke. Hallo Rainbow Girl. Übrigens, danke für eure ganze Hilfe und Mühe. Ist total süß von euch. Mann, das war gerade bei mir. Was soll denn das?
Ich mache jetzt meine Tür zu. Habt ihr das gehört oder war das im Spiel? War das im Spiel oder war das bei mir? Jetzt werde ich echt langsam paranoid. 9 Wochen? Okay. Ja, man konnte es hören. Bei mir spukt's. Ey, wenn es nachts wäre, würde ich jetzt den Stream ausmachen. Weil das ist echt paranoid hier, ich auch. Rachel ist da. Hört auf, gruselige Sachen zu reden, Leute. Das habe ich nicht verdient. Man konnte es hören. Ja, gruselige Scheiße. 111. Tür 117. Hey. I found the room. But? For someone barricaded it with an L bracket. Do what they do in movies. Bust through the door with your shoulder. Real funny. I need a screwdriver. I think I saw one around somewhere, but I don't remember where. Wenn er weiß, wo der ist. Probably in the basement. Seems to me I've seen one in the garage. Or was it the generator room? I'll let you know. Hallo Lightning, hallo Baby. Also ich vertraue dem Typen am Telefon auch nicht. Irgendwie ist es komisch. Hallo Andrea, hallo Hey, was habt ihr für Theorien? Wir gucken nachher, welche richtig ist. Wer hat die ganzen Türen über Nacht zugemacht, hä? Das ist richtig angenehm hier. Fuck ja, mit dem Licht. Richtig schön. Hey, found the screwdriver? No. I can't believe it. What a bunch of clowns. In Leonard's hotel. Here. Well, I can see why you're pissed. They must have shown up between deliveries. I can't stand the idea that my family problems might end up on cable or some tourist guide. Fortunately, it seems that won't happen. They hightailed it out of there. God only knows why. Don't tell me you believe in ghosts or some bullshit like that. Well, I'm not superstitious, but... If someone believes that a black cat is bad luck, then you also have to believe that something else is good luck. Huh? What are you talking about? Yeah, Mikasa, stimmt. For example. For me, a black cat crossing the road just means he's on his way somewhere. Is that your line? Maybe, no, I don't know. But that's the idea. Screwdriver. I'm out of here. Gruselig. Ja, ich finde es auch seltsam, dass der die ganze Zeit weiß, wo wir uns befinden. Das ist alles schon sehr verdächtig. Das ist schon alles sehr seltsam. Als würde er uns beobachten. Der Sack. Wo ist nochmal die Scheißgarage? Ja. Where's the fucking garage? Worum es in dem Game geht, kann das kurz mal jemand immer reinschreiben, für die Leute, die es nicht wissen. Hä, hört ihr das? Was wäre... Komisches Geräusch. Das gehört. Kitchen. Die Garage, da muss ich noch irgendwie runter. Noch eins. Wo geht's hier denn bitte runter? Ah, da sind wir doch richtig. So. Hier ist irgendwo die Garage. Da. Eine windstarke junge Frau kehrt zum Hotel ihrer Familie zurück und ist mit den Geistern ihrer Vergangenheit gefangen. Ja, das umschreibt es ganz kurz. Aber ja. Da. Wieso steht hier nicht, wo die Garage ist, bitte? Die ist doch essentiell. Da ist sie doch.
Da war nämlich hier ein Werkzeugkasten. You think I can have Mom's car taken away? Sure. We'll send up a tow truck. What's it still doing there? I'd rather not go into it. It was her choice. I understand. So, hier muss doch ein Screwdriver sein. Found anything interesting? Leonard's motorcycle is one of those things that I should maybe take before the sale. Oh, I love bikes. What's the make? It's a Sioux 400, single-cylinder, two-stroke. Wow. You seem to know what you're talking about. Leonard and I took it apart and put it back together like 200 times, I think. You should keep it as a keepsake. I spent the last 10 years trying to eliminate every possible memory, and now I'm supposed to keep one that even requires me paying insurance? Well, doesn't sound so bad. Insurance on memories. I think I'll sell it to some collector. If you want, I know a few in Livingston. Oh, thanks. No sweat. I'm going. Later. Also hier ist auf jeden Fall keiner. Im Boiler Room haben sie noch gesagt. Im Boiler Room. Ich brauche einen im Keller, im Heizungsraum oder beim Generator. Ich guck mal kurz beim Boiler Room. Hier war auf jeden Fall nix. Ihr seid die Zeugen. Schraubenzieher ist da, wo der Lippenstift gefunden hast, meine ich. Echt jetzt? Hier? Jawohl, du Gangster. Dankeschön. Cool. Geil. So, warum sage ich ihm jetzt nichts davon? Ich hab ihn. Dankeschön. Also. Hört ihr die Geräusche? Danke, ihr Süßis, dass ihr mir so helft. Hört ihr sie klimpern? Nicht, dass ich da lang muss. Oder? Hey, ich höre gerade nur noch Geräusche. Ja, ich höre auch irgendwie Windspiel. Total seltsam. So, dann gehen wir mal hoch zur Room 170. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt, was uns da jetzt erwartet. Dude, kann ich das auch aufmachen? Doch bestimmt, oder? Ja klar. So ein komischer Durchgang. Ach, da bin ich hier. Okay. So genau wollte ich es dann gar nicht wissen. Ja, toll. Fänd's voll witzig, wenn die echt einen Farting Ghost einbauen. Das wird das ganze Spiel zerstören, Leute. Stell dich mal vor, die würden jetzt einen furzenden Geist hier einfügen. Und das würde dann heißen, The Farting Ghost. Hallo Jason, das wird alles, das ganze Feeling wäre kaputt. Das können die nicht machen. Hallo, guter Gandalf, ich begrüße euch alle. Hallo Crazy Phantom, schön, dass ihr alle da seid. Willkommen zu diesem ultimativ geilen Horror-Game. Wir sind alle so gehypt, es ist echt geil. Wir sind so gespannt, was rauskommt. Wir sind gespannt wie ein Flitzebogen, du. Uns geht richtig die Poperze. Durchgänge sind bestimmt dafür da, dass du nachher abhauen kannst. Ich hoffe nicht, dass ich noch irgendwie so ein Hide-and-Seek-Spiel wird. Ich mag das eigentlich so gerade sehr, dass es sehr atmosphärisch gruselig ist und man eher der Story hinterher jagt. Cool, das haben die sogar animiert. Okay, ein Mikro. Oh nein, ich kann damit Geister stimmen. Oh nein.
Ich kann mit dem Mikrofon jetzt Hinweisen nachgehen. Fire. How much do you know about those TV shows? The ones about haunted houses? I know they're popular. A lot of tourism revolves around them. Did the whole Rachel story really bring them here? Everyone in town knew about her suicide. Had a bit of gossip. Ugh, so sad to see the place you grew up in go downhill. I know. I'm so sorry. Believe me. Der muss ja echt alles liegen lassen, ne? I don't like it. Oh nein, ich will das gar nicht abhören. Alter! Und ich bin in dem Scheißding. Hallo, Wuschelstreams. Schön, zu Horror einzuschaffen, zu Horror, vor allem, wenn die so schreien. Oh Gott, und ich bin gerade in diesen. Na, 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 die lässt du bitte auf. Lassen Sie die Türe. Also, jetzt würde ich den Typen anrufen, ne? Sofort. Ich würde sofort jetzt sagen, ich will hier weg. Das ist ja ekelhaft. Das ist scheiße. Ist das scheiße, Leute? Ach du heilige Scheiße, chillig. Chillig. Was ist, wenn doch deine Mutter es wäre? Ich bin echt gespannt. Also ich bin so gehypt, was rauskommt. Ich will das jetzt wissen. Aber es muss jetzt ja irgendwie, es muss hier ja Geister geben. Diese paranormalen Aktivitäten zeigen ja, oh, sieht das Bad geil aus, dass es hier irgendwie was abgehen muss. Irgendwas muss hier abgehen. Ich glaube, Leute, ich muss jetzt dieses beschissene Ding hier benutzen. Hab schon gar keinen Bock drauf. Hey! Ha! For fuck's sake, Irving! Oh, what did I do? He gave me a heart attack. Sorry, I'll warn you with a carrier pigeon next time. Damn. What? I'm just curious to know what you found in that room. Well, you should be. You're never gonna believe it. Smiley drauf. Siebter Tag! Warum haben die geschrien? Weil sich irgendwas bewegt hat und auf sie zugekommen ist. Schlucki auf ihn. Luli hatte Schlucki auf ihn. Vielleicht da, wo das mitspielt. Hallo? Traumsequenz? Das war immer schon so kack. Sag mal, wie viele Bücher? Dann kauft man sich doch ein Regal. Oh, wie schön es sein muss. Oh, ein Weihnachten mit Schnee und so schön hier und kuschelig und Kekse und Foodie und... Oh, ich kann in den Raum rein.
Oh, wie schön. Here I am. You still there? Where else should I be? Home? I wouldn't miss Nicole's amazing adventures in the remote mountains for anything. Irving, don't tell me you're staying on just for me. Go! I promise not to get into any trouble for the rest of the night. I already told you. I'm sticking around till you get closure. Thanks. Voll nett. Ach, ist jetzt Weihnachten. You always do that? Do what? Worry about every desperate stranger that knocks on your door. You're no stranger. But I don't get it. You've been a part of this place since you were born. You belong here. Well, I thought I left all this behind. Maybe I still have a ways to go. To be free? You're making progress. 2 days ago, you would have skinned me alive if I'd called you a country bumpkin. 2 days ago, I imagined you as a pimply kid from rescue services with a Boy Scout complex. Pimply? My skin is as smooth as a 12-year-old's. It's good we're just talking on the phone, then. Listen, is this contraption really a phone? It feels like a walkie-talkie slash defibrillator. It's a real phone, and trust me, in a few years, everybody'll have one. You think? It's easier for me to believe in ghosts than to imagine people being hounded by a phone when they're out and about. I'm grateful for it. I wouldn't have met you without it. Oh, God. Well, I'm glad you're here. Yep, I probably would never have said that either 2 days ago. Maybe once this whole thing is over, we could, We? Me? You? Us? We'll see. It's sure gonna feel weird not to talk to you at least once a day. Same. Oh, hold on a sec. Aber süß. Don't go anywhere, okay? Wir haben eine süße, romantische Geschichte. Oh, okay. Hallo Furkan, hallo Lisa. You have a good night too, Miss Flattery. Merry Christmas. Good night, hon. Here I am. To be honest, I never thought I'd spend Christmas like this. Sorry, I was going off on another flashback about the life of Nicole Wilson. Christmas Eve is the right time to reminisce. Yeah. Yeah. I get it too. Yeah. That's what there was, in the end. There was like a strange kind of warmth. Then it all ended. Christmas of 80. Me and my mom were at my aunt's house in Billings, and Leonard was here on his own. While I was pretending that I liked my aunt's sweater, he and she were... Nicole. They... Hey. And a year later, she killed herself. And what she was carrying, too. Don't be like that. There you have it. These are my memories, and, Hey, did you hear that? No. What are you talking about? Like a clinking. No. I don't hear anything. Sorry, I want to check. Okay. Das ist doch alles so weird. Ach, sie hat den Christbaum geschmückt, weil es jetzt Weihnachten und sie bleibt ja hier stecken, weil draußen so viel Sturm ist. Und jetzt hören wir dieses Klirren von vorhin. Ist das gruselig? Haha, der ist safe im Haus und stalkt dich irgendwie. Der Typ ist so weird. Ich bin so gespannt, was rauskommt. Ich würde sagen, darf Raven, dass das Spiel zur Art Experience Horror irgendwie gehört, oder? Boah, ich habe so keinen Bock, Leute. Ist das gruselige Scheiße? Ich will das nicht machen. I was thinking about earlier, when I said I was happy to have met you. Uh-huh. I was trying to figure out how to tell you. I feel real close to you, Nikki. God, I hear myself talk. I sound like an idiot. That's really sweet, but maybe we should put this conversation on hold.
I want to be there to help you. I'm just a useless voice on the mic. Believe me, right now, I would also like a little bit more presence. You know, people get close in lots of ways. I said we'll talk later. Oh, right. I get that I might be overdoing it. Sorry, I'm a klutz, and sometimes it's... Irving, please, shut up. Der Arme. Listen, we'll get back to this, but let me figure this out. Where is this sound coming from? I don't hear anything. Anyway, later. Oh, das ist der dümmste Moment, den man hätte anrufen können. Oh mein Gott, es kommt da raus. Aha. Irving, you hear me? Oh, for fuck's sake. Hey, sorry I didn't answer. I was busy. Oh, no problem. Ah, Leute! Wie er alle durchdreht. Hi, Mandy! It's this microphone. Sometimes it captures sounds. Sounds. Whispers. It could be a draft in the crawl spaces. Hotel's full of them. Yeah, sure. Sorry. I didn't mean to worry you. Heads up, and if you sense trouble, just let me know. Vielleicht ist er ja auch ein Geist. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Fuyu. Wir müssen raus. Ach, Fuyu doch, sowas von. Was ist für ein Spiel, Mann? Hallo, Athena. Die Augen eines Mörders. Ich will weggucken, aber ich kann nicht. Ich würde so sterben an ihrer Stelle, ne? Dennis, hallo, passiert doch nichts, wer weiß? Oh.
Wo ist denn das, Leute? Ich find's gerade irgendwie nicht. Alter, was war denn das gerade? War das jetzt im Spiel? Locker führt es zum abgesperrten Raum, wo sie vielleicht rausgestürzt ist. Im Spiel, okay, gut. Oh. Du musst das Piano finden. Muss ich runter? Das, aber hier hat es doch geatmet. Oh. Ey, fool my life. Alter, die Geräusche! Nur 3 hat Realitätsverluste. Anything? I can't hear that sound anymore. It's easy to freak out when you're on your own up there. Maybe it's not me. It's this hotel. I didn't hear you. You know, for a second it was nice to imagine that the past could come back like that. We always had a party on December 23rd. Maybe you heard about it? It's pretty well known in the county. Sounds amazing. You should have seen the ballroom back then. I can almost picture it. The last time Rachel's family was there, Reverend Foster wasn't as sullen as usual. And your parents? My mother had eyes only for Leonard. And he... I saw he wouldn't stop staring at that girl. Rachel. She talked and moved with the grace and confidence of an adult. She wore a dress with a bow on her back. She was so beautiful. Perfect. Fuck. It was the beginning of the end and we der were breaking out the champagne. Nikki, I... Sorry, I'm becoming a freaking nostalgic up here. Well, I can't hear that sound anymore. It's gone. I'm gonna look around again and then I'm going to bed. Be careful. Also ich feiere das Game so hart, ich auch, Leute. Ich bin voll happy, dass ihr es auch gemacht. Das war bestimmt dieser Festtag, wo ihr Vater sich in diese Rachel verliebt hat. Das muss ja richtig schlimm sein. Ich mache jetzt mal weiter, das muss doch hier irgendwo sein jetzt. Ey, ich wollte doch noch weitersuchen. Es kommt gleich ganz übel, ich habe es im Urin, es kribbelt. Nein. Nein, Kim, ich sag dir was nicht, bitte. Oh nein, ich bin in der Kirche. Oh Gott! Nein, ich muss wieder die Scheiße hier verwenden, wettet. Das Klingeln ist ja immer noch da. Hallo? Hallo? Muss in VR spielen? Ne. Oh Gott. Hallo Tim Tiger. Ich liebe zwar VR, aber das wäre mir, glaube ich, eine Nummer zu hart. Nisa, danke für dein Hostie. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
fuck, wo muss ich denn jetzt hin? Dankeschön für den Hostie. Willkommen. Wir spielen gerade ein Horror-Game, was uns echt die Arschbacken weghaut. Also Nisa, wenn du Horror magst, spiel The Suicide of Rachel Foster. Das ist richtig geil. An die Community erzwingt es. Hallo, dankeschön. Voll lieb, vielen Dank. VR Games kommen nicht ins Haus. Was für süße Emotes. Gleich. Leise steigert das Gruseln. Vielleicht muss ich auch einfach nur dieses Buch hier lesen. Rednerpult. Oder muss ich wieder diesem Klirren hinterher? Hallo Nicey, gerne. Das Spiel möchte ich vielleicht auch noch spielen. Wir wollen schon mal reinschauen. Ach, wie putzig. Also ich kann es euch richtig empfehlen. Ich spoilere nicht, keine Sorge. Das Spiel reagiert auf Sounds. Das heißt, ihr seid die ganze Zeit paranoid. Ich höre die ganze Zeit hier auf dem Ohr und auf dem Ohr irgendwas. Denke es bei mir zu Hause. Es macht mich richtig irre und ich zocke halt eigentlich richtig viel Horror-Games. Und ich habe, es ist eines der wenigen Games, die mich echt abholt und catcht. Wir wollen unbedingt die Story mitbekommen. Deswegen suchten wir das so richtig hardcore. Vielen, vielen Dank. Wieso? Hallo, ich bin schon seit über eine Stunde da. Tut mir leid, Tim Tiger. Ich bin manchmal verballert, das weiß ich. Saftig, knaftig. Genau, saftig, knaftig, köstlich, möchtig. Kräftig. Nee, wie ging das nochmal? Mächtig, kräftig, würzig, gut. Gnuli, Wurst auf den Ohren raus. Ja, Naturgewürzen, das schmeckt man auch. Dankeschön, Nisa. Das ist ja voll lieb von dir. Was hast du denn bis jetzt gespielt? Wieso kann ich denn auch... Ich kann auch nicht mal mehr mein Mikro benutzen, Leute. Ich gehe jetzt dem Klimpern hinterher. Geh in dein Zimmer! Okay, ich gehe in mein Zimmer. Hi, Mandy, nochmal. Falls du schon wieder da bist, ein erneutes Mal oder falls du vorhin gegangen bist, du musst jetzt in dein altes Zimmer. Okay. Bis wann streamst du? Ich weiß nicht, solange wir Lust haben. Dürfte ich vergessen, ich bin in Australien bis August und ich habe jetzt erst 11 Uhr. Ich habe eine lange Ausdauer. Elgato Greenscreen, geil, den habe ich auch. Ich finde den super. Ach, bin ich irgendwie schlafgewandelt oder so? Bin schlafgewandelt. Inventar. Ah. Irving? Merry Christmas, Nikki. Ho, ho, ho. It's a little late for holiday greetings, but I expected that. What? Well, I thought you were calling to... Hey, is everything okay? Yes. I mean, I don't think so. No. What happened? I think I sleepwalked. Like... In the old Laurel and Hardy movies? I'm serious. I woke up in church, standing in front of the lectern. Wow. Does that happen a lot? Drei morgens. No. One doesn't just become a sleepwalker from one day to the next. It used to happen when I lived here. One time in February, I ended up outside. But no parent leaves the doors unlocked if their kid sleepwalks. I never told anyone. Sleepwalking episodes are common in children. That's not the point. I forgot all about it. Then I come back here and it happens again. If I ended up in that church, maybe there's a reason. Sometimes following your instinct is the best thing. I don't want to go back there now. But I'll think about it. Oh, Irving? Yeah? Danke, Procyrus. I like... That you call me Nikki. Merry Christmas. Merry Christmas. Nikki. Nikki. Du kannst mich Nikki nennen. Ich spiele gerade Resident Evil 2 Remake. Ich spiele auch fast immer Horrorspiele. Und manchmal wird es laut. Ja, an alle, ich bin ein sehr lauter Schreier oder eine sehr laute Schreierin. Und ich habe auch Resident Evil Remake gespielt. Ich habe alle Resident Evil Teile gesuchtet und ich freue mich schon so auf den 3er. Also, Nisa, du musst das Spiel spielen. Das ist geil. Das ist eine Aufgabe. Hallo, Fräulein Doofkuh. Was ist denn das für eine süße Name?
der Moment, wenn du jetzt erst in den Stream schaust und gar nicht kapierst, was überhaupt abgeht. Also, ich erkläre es mal kurz. Nur die Story, Spoiler nicht. Wir sind quasi die Tochter von einem Vater, der ein Hotel besitzt. In dem sind wir gerade. Wir wollten eigentlich hin, weil der Vater ist jetzt, glaube ich, gestorben. Geräusche in meinem linken Ohr. Und wir wollten jetzt quasi das alles inspizieren, was wir brauchen, was wir nicht mehr brauchen. Dann war aber so ein starker Schneesturm, dass wir nicht nach Hause kommen. Und dieser Typ ist anscheinend beauftragt, der sich über das Hotel auskennt, uns die ganze Zeit auf uns aufzupassen. Und der kommuniziert mit uns und wir kommen hier nicht weg. Und es gibt aber ein Mädchen, das heißt Rachel, die hat Selbstmord gemacht. So heißt das Spiel auch. Suicide of Rachel Foster. Und dem sind wir ganz auf dem Grund. Und mehr darf ich euch leider noch nicht verraten, sonst spoilere ich alle, die hier neu gerade hergekommen sind. Aber alle, die da sind, wissen ja, was wir schon rausbekommen haben über Rachel. Richtig geil. Richtig geil. Du musst durch die Lücke in der Wand in der Kirche. Okay, gut. Die Gitarre. Okay, ich guck mal, was ich mit der Gitarre machen kann. Sicher, dass der Vater gestorben ist? Mir ist plötzlich kalt geworden. Brrr. Hab ich schon. Also ich muss wieder die Kacke hier anmachen, glaube ich. Irgendwie ist das Geräusch doch näher gekommen, oder? Guckt auch gerne bei Nisa vorbei, Leute, und lasst Liebe da. Ich muss in die Kirche zurück, oder? Days me hearty. Because mir geht's gut, danke. Ich hab nur Angst. Das war jetzt aber im Spiel, oder? Im Spiel GNU, ja. Genau, ich bin in Melbourne in Australien, weil jemand gefragt hat. In Melbourne? Seit September, also ein Jahr. Ich muss eigentlich, glaube ich, einfach nur jetzt mal kurz zur Kirche laufen. Hi. I was thinking, there really could be a repressed reason as to why you ended up there. So you've come to the conclusion that I'm not crazy. Never thought that. Well, at least not in this case. Oh, fuck off. Hey, language, Sister Nicole. All right. So, if I think about the church, I think about my mother. Melbourne. She often helped Reverend Foster. She decorated for holidays, did fundraising, and put up booths to involve the whole community in parish activities, you know, that kind of stuff. I know what you mean. I think she found gratification in doing that, something she didn't get elsewhere, including the hotel. When we moved to Portland, she quit. Fundraising? God. I gather you didn't exactly have a Hello, high Arctics. Opinion of your mother when you were a kid. Well, she was really busy with the hotel. Warst du schon mal in Melbourne, Olli? Running after Leonard. Voll gut mit dem Sound, Wahnsinn, ich dreh schon durch. No doubt about it. He was a philosopher capable of calculating the motion of celestial bodies while taking apart and refitting a motorcycle in less than half an hour. What about her? In the same half hour, she could have audited a business balance sheet. There you go. Ah, a businesswoman. No. What I understood later, living in such proximity to her, is that Mom loved feeling needed. A religious community like ours makes you feel needed, without a doubt. I suppose. Hallo, räudiger Hund. Procyrus, bist dir treu geblieben? Finde ich echt schön zu sehen. Es ist bei dir wie früher. Ach, danke schön. Ja, dieses Spiel ist so realistisch, es ist so geil. Leute, ich mache jetzt das Ding an. Jetzt wird das, glaube ich, richtig widerlich. Hallo, the real Shifty. Karma, Karma hat seinen Sub erweitert. Dankeschön. Karma, ich scheiß mir ins Hemd. Mach was. Nikki? When there was a party, my mother always got out the usual streamers and decorations and stuff. She raced in and out of the church.
But I never discovered where she kept all those things. Never asked? Oh, a million times. She didn't want to answer. She said they were in a safe place. A real mystery. What kind of decorations could they have possibly been? Nothing explosive. It's just that I had the bad habit of sneaking all over the place and forgetting what time it was. There was that huge lady, the assistant cook, Mrs. Bryce. She used to get so mad. A judicious girl. They promised to reveal the secret storeroom when I got older, but I must have forgotten. The mystery of the secret storeroom. Schon ist da Alkohol drin. The riddle! What are you talking about? Leonard was never good at keeping secrets, but he taught me a riddle to get there. Can you remember it? Incredible. Yes. Oh, something like, down the stairs, watch your step, don't fall apart, or it's your end. Round a corner, turn around, there's your way in front of you. All that's closed can be open too if you see beyond its looks. But how can I remember it? How it's... I... Wow. Total mystery. Want to play? Yes. I need to think about it. I have no idea what it means. I'll call you if anything comes to mind. Oh, ich hasse diese Geräusche. Okay. Nur geh nach links an die Wand. Schiri hat Angst. Ein Schlafsack. Oh. Hat doch jemand gepennt. Someone broke into the church. Some fucking screwed up camper. Oh, your father left it open for mountain wanderers. Goddamn sons of... Oh! I'll have to clean up this mess before Jenkins shows up. Yeah, keep an eye out. Normally, no one's around in this weather, but you never know. Ugh. Alles wird gut. Okay, okay. Ich war letztes Jahr in Melbourne und ich habe Familie, die dort wohnt. Ach, wie geil! Ey, ich liebe es. Das Essen ist so gut, die Menschen sind so nett. Das Wetter ist übel krass scheiße, weil es immer so schnell wechselt. Aber ansonsten, wow. Hast du ein Lieblingsrestaurant, das du mir empfehlen kannst, Olli? Jetzt kann die Alte auch noch singen! You practicing for the church choir now? Ah, I know this tune. The souls that come out of their graves. It's from the Book of Revelation. Can I ask you about your mysterious father, who you only sort of mention? My father was nothing like Leonard. Well, I don't know what happened between you, but if you want to talk about it, I will. But not now. It's, What the fuck? It's complicated. Yeah, I get that. Believe me, I do. Thanks. Singst du, das ist das Spiel. Das war nicht ich. Wenn ich singe, dann schaltet ihr alle ab. Gnu, wie war für dich der erste Tag in Melbourne fremd? Ich war dort und dachte mir, okay, hier verbringe ich jetzt also ein Jahr. Vor allem, wir waren noch gar nicht in der neuen Wohnung. Das haben wir erstmal einen Tag im Hotel gepennt und dann sind wir in die neue Wohnung und ich hatte ja mein ganzes Setup und alles noch gar nicht da. Ist ja aufregend. Ja. Yeah. Aber da ist gerade ein Schmetterling hingeflogen. Hier. Yes, ich hab's. Geil, danke, Evil Gnu. Ich bringe euch was mit, Torti, ja. Oh, shit. Ich brauche meine Lampe. Nein, ich brauche die Lampe. Das Taschenlämpchen habe ich gesagt. So, super. Oh Gott, meine Heilbeeren gehen bald alle. Hilfe, nein. Hallo, King. Die Geräusche sind doch voll angenehm, voll die ASMR-Geräusche. Finde ich eigentlich auch lazy. Die Geräusche sind echt voll gut gemacht. Ja, wahnsinnig gut. Aber die Frage ist, müssen wir dem Klingen jetzt nach oder muss ich da diesen dunklen, unsympathischen Gang nachgehen? Jemand war hier. Ja, das bewegt sich noch. Da würde ich auch gerne reingehen, wenn das dieses dumme... War das vielleicht... Hä? War hier vielleicht ein Kind untergebracht, von dem wir nichts wissen? Could it be that you're joking with me? Oh, shit. So,
found the mystery decorations? Retard. No, no. No decorations. Oh mein Gott, ich hab ne Ahnung, Leute. Ich hab ne Ahnung. Something. What? I... It's like someone built some kind of bedroom. Irving, you there? Of course, yeah. What bedroom? Tell me what you see. Okay. I... there's some windows. Drum ich weiß, glaube ich, wie es... Ah, ich glaube, ich habe eine Theorie, Leute. Sheet music. A pink bed. It's like a kid's room. No way. Ich, hallo, it's me. This place doesn't make sense. No one would live down here. Nicole, Nikki, I think you should get out of there now. Ich habe eine Idee, Leute. Ich glaube, ich weiß es. Wait. Ich weiß es. Darf ich euch sagen? Ich darf euch die Theorie erzählen. Okay, that's it. Now I'm calling the head office in Billings. I'm telling them it's a code red emergency, so they'll have to... Jesus Christ, Irving. What? This is all Rachel's stuff. Understand? It's her room. A replica. You don't know that. You can't know what her room looked like. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Reminds me of her. Let me look around. I'm sure I'll find an explanation. But my other hand's on the red phone. Keep it there, but don't make the call. I need to figure out what's going on here. Alessio, geht's auch nicht gut. So, meine Theorie. Rachel ist tot. Das Kind wurde aber doch noch irgendwie ausgetragen. Der Typ am Telefon ist der Sohn, deswegen weiß er auch, wie es hier aussieht und will, dass wir jetzt aus dem Raum verschwinden. Und meine Mutter hat, weil sie vielleicht die Rachel getötet hat oder gefangen genommen hat, den Sohn oder das Kind ist ausgetragen, hier unten eingesperrt. Applaus, Applaus! ProCyrus, Dankeschön für dein Sub. Vielen, vielen, vielen Dank. Der Typ hat da gewohnt. Ja, ich glaube, dass der Sohn von der Rachel ist also mein Halbbruder und der wurde dort eingesperrt und verstecken gehalten. Deswegen steht auch Retard dran. Weil die Mutter den ja hasst. Die Mutter hat ja gesagt, das ist ein geheimer Raum und da darf niemand rein. Oder? Jetzt sag doch was! Oder? Was meint ihr? Möglich. Wenn ich erwachsen bin, will ich auch ein Auslandsjahr machen und durch deine Videos von GNU-Kanal glaube ich dran, dass ich das schaffe. Das schaffst du auch! Und die Woche kommt auch ein Video auf dem dritten Kanal wieder. Maybe. Punkt, 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 Punkt. Wie schon manche so wissen, so, könnte sein, GNU. Okay, wir gucken weiter, es wird spannend. Okay, geil. Oh, ein Schlüssel. Boah, jetzt will ich es wissen. Breadcrumb. Hey, can you hear me? Yes. We have to call someone. You have to get out of there right now. No, I found a key. It's from my old music box, the one in Leonard's room. I'm having a hard time following. If everything in here is Rachel's, then why is my music box's key here? I don't know and I don't want to know. Tell you what I think, someone could have been in your room. It doesn't matter. How can you be so calm? If someone was in there, he's not here now. I need to grab the chance to figure out what the hell is going on, or went on. Hier. Eine Zahnspange. Vielleicht ist der Typ auch hier bei mir. Deswegen funktioniert dieses Walkie-Talkie. Er hat doch vorhin gemeint, es ist ein Telefon. Aber wahrscheinlich ist es ein Walkie-Talkie und der ist mit mir hier im Hotel. Yes. Nicole, listen. I already know what you're gonna say, but please trust me. Get out of there. Please, you're not helping. You do realize you found the replica. Solide These. Sick. This is the more things get freaky, bizarre, and painful, the more I need to figure out why. Why all of this? We'll figure it out with the sheriff. Once you're out of there into a safe hotel room in town, please, just... Listen, a bunch of strange things happened since I got here. Think about it. Phone calls on a dead line. Old lipsticks that don't go bad. Leonard's notes where he says he saw a girl that's supposedly been dead for 10 years, and now this! All good reasons to get out of there. We both agree that saving your skin is top priority, right? I've looked over every inch of this place, and there's no one. If it's true, you realize what that means. What? What are you trying to tell me? Your father... He spent years in there, in total solitude. With the weight of his family and Rachel on his conscience...
He wasn't the kind of guy to just let the past slide with a shrug. You know that too. Boah. I can't believe you said something like that. Will mein Vater es in die Schuhe schieben. About it. That room could be an act of love. Distorted, even morbid, but in his eyes... How dare you? My father might have had a lot of weaknesses, but surely... Ach, die dachte, der ist ein Pedo. Leave out that he cheated on my mom. Leave out that he fell in love with a 16-year-old. But fucking hell, don't you dare even think that. Dachte, das... He would never have built a fucking underground shrine for a dead person. Oh, doch nicht. Your father had changed in the end. You didn't spend time with him, but I met him, and I'm telling you. No! I don't give a shit about what you have to say. I just want you to know that... If you don't want to help discover the truth, don't call me. Wow. Ich will auch unbedingt wieder nach Melbourne. Ja, ich glaube, ich werde auch wieder herkommen, auf jeden Fall. Ich bin ja noch 5 Monate hier. Er möchte ihr Vertrauen erobern. Irgendwie ist es doch weird. Was ist eure These, Leute? Erzählt mal ein bisschen. Da oben hat einer geschrieben, hallo, Chat, hier wird nicht geflirtet. So geil. Voll weird. Also es wird immer spannender. Weird, weird, retard. Okay, let go out. Asshole. How dare you? You don't know shit. You don't know fuck. Finally, a bit of peace and quiet. It'll help me clear my head without those incessant phone calls. I'm not a fucking switchboard, for fuck's sake. Okay. Let me piece things together. I just found out there's a room dedicated to Rachel Foster in my father's hotel. Maybe with items from her real room. Holy Jesus, that's freaky. Some people think she didn't commit suicide, and some even think she's still alive. Vielleicht hat ja auch der Vater die Rachel da unten wirklich eingesperrt und hat sie missbraucht oder sowas. I have to think it through. What concrete clues did I find? Okay, ich gehe mal in mein Zimmer. The phone call. They said Rachel isn't dead. Then the lipstick from 10 years ago turns up, still good. And then my father's various notes where he says he still sees her. If that were true, it might explain the sighting by her friend here in the Timberline. And now I find her retainer box, but no retainer. That room might not be a reconstruction if Rachel didn't kill herself. Rachel could have lived here. Hast schöne Farben, Mama. Die Sonne steht dir gut. Danke schön. Why doesn't she tell her parents? Unless they're all in cahoots. No suicide, no Timberline money. No. I'm just being paranoid. And then... There'd be no reason for her to live in a fucking underground replica of her room. Kann ich... A key in the middle of Rachel's stuff. Angebranntes Klo. Is it a message? Ich meine, These ist, dass ich Angst habe. Ich habe keine Theorie mehr. Are you trying to tell me something, Dad? My music box with the hockey player. Ah, genau. I don't think I have the guts to hear that tune again. But ja. I must. Kann ich diesem Geklimper auch irgendwie hinterhergehen oder was soll das hier? 10 Minuten Band, danke dafür. Was, warum denn? Ja, vielleicht hat der Vater Rachel missbraucht und sie war schwanger. Ja, irgendwie sowas, oder? Das ist ja nicht normal. Aber die Mutter hat doch gesagt, dass sie in den Raum gegangen ist. Oder war das der Vater? War das die Mutter oder der Vater? Einer von denen ist doch in den Raum gegangen und hat gesagt, da sind geheime Dinge, die sie nicht sehen darf. Warum zur Hölle ist sie überhaupt allein dort? Weil ich jetzt quasi checken musste, weil der Vater tot ist, was genau ich behalten möchte und was nicht. Und das quasi zum Verkauf steht. So, hier ist die Spieluhr. The 27th of December, 1983. The hockey finals at Missoula. Us against Cold Springs High.
We won by sudden death after a 3-hour game, and I got the medal for the most number of face-offs won. According to the papers, that was the night Rachel killed herself. Coming home, Mom barely had the time to pull into the garage, that I was already racing up to you, waving the medal in your face, Daddy. I was so happy. But you had other things on your mind, right? And you and Mom started fighting. Voices getting louder. That long silence when she comes down the stairs with the suitcases and Mrs. Bryce tries to stop her. Mom's car stays here, and we leave with my Uncle John's. I never found out what started that fight. Mom never wanted to talk about it. Are you trying to, Daddy? Genau, übrigens, Leute, wenn jemand in Caps Lock groß schreibt, dann reicht eine Verwarnung. Ihr müsst nicht direkt die Leute sperren, einfach die Leute kurz verwarnen oder öfter einen Chat schreiben. Wenn es jemand gar nicht hören will, kurz timeouten und direkt aufklären. Meine Mods machen hier die Regeln. Ich achte da nicht drauf, ich spiele. Irving. Finally. I'm okay. I was dying on this chair. You're right. That room freaked me out. So, I looked around the entire hotel, and if there's still a chance of getting to the bottom of this story, then it's gotta be behind the locked door on the last floor, in the attic. That wing has been condemned for years. I know, I'll be careful. Okay. There are too many things that I took for granted. It's as if someone was putting pieces of my past in front of me. To show them to me under Hallo, another light. Keanu. Mein Vater. Maybe it's my father. In my music box, I found the medal I won the night Rachel died. Dad could have put it there, and if he did, there must be a reason. It all sounds insane. The night Rachel died. Da ist ein Gesicht drin. Maybe I have to start from there. I played in that really long hockey game. But what was going on in the meantime? You remember that night, Irving? I think I was at church with my family. Church? That night we had a mass for the poor here. We held one every year. As usual, Mom volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. I remember while she ran around, she said she ordered me to close the mezzanine. You mean the intermediate floor above the reception? What's in there? A storeroom. Have you been up there? No, I'd forgotten all about it. I'd better take a look before moving on. Okay. Mami, guck den Stream weiter, wenn ich versuche einzuschlafen. Alles klar, Amy. Das sind gute Regeln. Weiter so, Mods. Handy-User können keine Nachrichten löschen. Sie können nur Timeout und Timeout wieder aufheben. Dann schreibt es den Leuten einfach mal kurz oder in den Chat rein. Das wäre, glaube ich, besser, weil Leute, ich habe das Gefühl, die Leute verstehen das manchmal gar nicht richtig. Was überhaupt. Voll. Ich verstehe das nicht, warum das mir hier den Stream beim Einschlafen anzuschauen, das ist keine gute Idee. Ich mache fast alles auf Englisch. Ich game auf Englisch, ich schaue Filme auf Englisch, habe sogar Programme auf Englisch. Ich liebe Englisch. Ach, das ist süß. Das ist schön. So lernt man Sprachen richtig. Muss ich diesem Geklimper folgen? Mich auch, Dev. Dev, help, mich auch. Es wird lauter.
Mache ich das überhaupt richtig, Leute? Wo muss ich denn überhaupt hin jetzt? Ich sollte einen Blick in Marzinin in der Mitte finden die besseren Dinge in der richtigen Position. Jetzt nein, der Finger ist drüber. Wo ist denn das? Das ist direkt über der Rezeption. Ist das, und zwar hier. Hier. Okay, da muss ich hin. Da muss ich nochmal einen Stock hoch. Alles klar, dann machen wir das. Sorry, hab da nicht richtig geglotzt. Was soll denn das Geklimper, Leute? Ja, genau. Hallo MacRib, hey, lang nicht gesehen, na? So, wo bin ich jetzt? Offices. Hall. Okay, das ist hier oben. Ach, ich weiß, wo das ist. Ach so. Das ist da oben. Warte ab mit dem Geklimper. Okay. Hier muss es irgendwo sein. Da. Look in the dark, ja. Ach Gott, nein, bitte nicht. Jumpscares incoming in 3, 2. Was ist denn das bitte? Die Szene, Leute. Der Vater Hello? Will uns was zeigen. Die Can Mutter hat die. I'm on the mezzanine, and it's a nightmare. There are mannequins everywhere. They're set up like in a scene. There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? Nicole? That's my stick! If you're listening to me, whoever set up this representation, I think they want to tell me that Rachel... Vielleicht war ich's ja. Ich hab Schlaf gewandelt. Why my hockey stick? Im Schlaf? Ich hab sie umgebracht. Hello? Oh God, why isn't he answering? Und bestimmt ist er der Sohn, will sich an mir rächen. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. Das ist mein Stick. Bestimmt war ich die und ich habe die, deshalb sie und das Kind umgebracht. Bestimmt war ich die Mörderin und er als Sohn will sich jetzt rächen. Boah, da will dich alle angucken auf einmal. Die haben sich zu mir gedreht, oder? Ja, die haben sich zu mir gedreht, die Ekelhaften. Ich glaube, das ist so, oder? Ich glaube, ich bin die Mörderin. Ich habe die umgebracht. Weil sie meine Familie zerstört hat. Where are you, Nicole? It's about time. Did you hear my messages? How many doors have you opened, Nicole? How many are still missing? What doors are you talking about? Keep going. Hello? Hello, Irving. Oh, okay, ich glaube, dass er irgendwie der Sohn ist vielleicht. Oh shit, Leute. Bad. Das war ein heftiger Plot-Twist. Hallo, Osan. Ich glaube, ich... Irgendwas tust du, was verbirgt sich hinter der verschlossenen Tür im zweiten Stock. Oh, vielleicht ist sie jetzt offen, Leute. Komm, wir gehen mal hoch. Deine Theorie ist gut. Ich glaube tatsächlich, dass ich die Mörderin war. Vielleicht im Halbschlaf, wie ich es damals war. Ich war auch im Halbschlaf einmal vor der Kirche. Er ist der Sohn, der überlebt hat. Das Baby hat überlebt. Wer weiß. Let's go upstairs. Da wartet er bestimmt. Er ist auch schon die ganze Zeit da und beobachtet mich. Weil deswegen weiß er auch, wo ich bin. Aber er wollte mich auch daten. Ist das irgendwie so ein Psychopath oder sowas? Die Tür ist auf. Oh fuck, ich würde so kotzen. Ich würde kotzen vor Angst. Oh Leute. Oh mein Gott. What the fuck is that? Car engine. Warte mal. Was? Ja? Wurde hier ein Mord geplant? Hello? I imagine you found my room. Oh. What? What does all this mean? That's a question I've asked myself many times.
What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? How much can you take? What? Every memory. Painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. A photo, a hairband, a lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means. I didn't choose this path. I had to do it. What did you do, Irving? These walls ooze with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep into the crawl spaces. You're not with FEMA. You, Jenkins, you never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. You. Me? I... Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past, hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years, day after day after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Finally. Who are you, really? I want to tell you a story. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father... Oh, his father had other plans for his soul. Es war sein Kinderzimmer. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? Ach, sein ihr Bruder. Free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. That's what they called her at school. But I could hear her cry at night. I wanted to protect her. But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her. For real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much. And it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. I didn't hate your sister. I was just jealous. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. Irving, where are you right now? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there, in that very moment. In that confined horizon of events.
as you'll understand. As you've already begun to understand. I want to know what you want from me. You have to keep going to get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. Was will denn der? Da ist auch der Afrok, hier ist die Ladestation, Funkbereich. Was will denn der von mir jetzt? Okay, also ist der Bruder hier, Nicole Stader. Schön gestalkt hat er uns, seine Schwester. Scene 19A in the Hotel Room, Helena Forrest. Unknown. Oh, wie gruselig! Was denn das? Seht ihr das? Wie gruselig ist das denn? Strange things at the light. Holding outside ballroom windows. Oh, es ist spooky hier. Oh, fuck. Was ist denn hier hinten? Geht's ja noch weiter. Oh. Der hat eine Dusche, das Arschloch. Ich finde das Spiel ist jetzt sehr, sehr geil, muss ich sagen. Aber ich habe ein bisschen Angst, weil ich das gruselig finde. Ich hätte längst die Waffe gezogen und I kill you gesagt, aber echt. Nur ich habe Angst. Was mit dem Baby? Das ist, glaube ich, gestorben. Aber die Frage ist, haben wir sie getötet oder warum hat er die Rachel da drauf gemacht? Guck mal, der Psycho-Auto, alles hat er hier abgestalkt, ey. Hat er sich beim Kacken immer schön reingezogen, ey Psycho. Ja, schön die ganzen Bilder aufgehängt. Das ist die Frage. Ich denke, er will nichts Gutes, ich auch nicht. Hat das Kind überlegt? Haben wir das Kind umgebracht? Das kommt jetzt noch alles raus. Was will er von uns? Oh, shit. Aber voll schön hatte der es hier. Oh Gott. Oh nein, will der mich jetzt etwa rapen? Ein Schlüssel. Kann ich noch nicht annehmen. Okay, ich muss jetzt erst das hier abspielen. Let's see. A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter. Trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel. Who are you talking about? In the air about? We breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it. Those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There is a lot of light here. There is light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good.
Okay. Figure out what Rachel was saying, Nikki. She's here. Oh Gott, nein, bitte. Oh, gruselig. Mörderer. Oh mein Gott, ich hab sie getötet. Die ist hier. Oh mein Gott, ich hab sie umgebracht. Ach du meine Güte. Ich bin die Mörderin. Ach, und hier hat der Vater gelebt und hat sie gemalt. Oh du Scheiße. Ich mach jetzt bestimmt nicht... Oh Gott, Rachel. Ich mache jetzt bestimmt nicht mein Ding hier an, weil ich bin so neugierig. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, das klingende Geräusch ist die Rachel. Oh mein Gott. Hilfe. Hilfe, pass auf, ja! Also hat er hier mit dem Sohn gelebt, mit dem Bruder gelebt, oder wie? Verstehe ich das richtig, Leute? Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. You were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her. And I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Here, in this place. Enough riddles, Irving. I'm tired. Me too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. So geil. Happy Gamer. Warum habt ihr alle Ferien? Ich will jetzt wissen, was rauskommt. Ich bin gehypt. Schnell. Ich habe doch einen Schlüssel, oder? In Claires Auto. Okay, also runter. Mit dem Schlüssel zur Garage Mutters Auto öffne. Oh Gott, Leute. Das kommt. Vielleicht war es auch die Mutter. Vielleicht war es auch die Mutter. Wer weiß. Und war... Ist die Rachel ist ja hier als Geist und deswegen ist der Vater hier geblieben, um Rachel zu hören. Eigentlich voll traurig. Und der Bruder scheinbar auch. Und sie können mit ihr nicht kommunizieren, beziehungsweise kann sie als Geist, reicht nicht aus, ihnen zu sagen, was passiert ist. Deswegen muss ich es jetzt rausfinden, damit sie wissen, was mit der Mutter wirklich passiert ist. Auf geht's zur Garage, Kinder. Jetzt lösen wir das Rätsel. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage nackt. Nächste Party kommt bestimmt 3 Tage nackt. After Hour, vor der Hour, 3 Tage nackt. 3 Tage nackt, jetzt wird durchgemacht. Kauf mein Scheiß. Beziehungsweise die Überreste, stimmt. Warum klärst du das nur nicht mit mir? Schöne. Yay, Rätsel lösen.
Eigentlich hätten wir nur den scheiß Schlüssel haben müssen und die Garage öffnen müssen. Da hätten wir alles gewusst. Restrooms. Okay, Knut, tut mir leid. Genau, Knut, ihre 5 Minuten. Hey, nach 5 Stunden puren Stress und Angstschweiß habe ich mir das verdient. Ich habe verdient, durchzudrehen und zu singen. Da 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 da. Was denn hier los? Ich bin gerade verzweifelt, tut mir leid. 5 Minuten. Gnu hat ihre 5 Minuten. Die 5 Minuten können auch noch ein bisschen andauern. Ich hab mich verlaufen, Mann! Ich bin jetzt schon im gleichen Tag wie ihr. Ich bin aber, bei mir ist es jetzt schon 12 Uhr. Montag. 12 Uhr. Knuli dreht durch. Knuli möchte Garage finden. Knuli möchte Garage finden jetzt. Ja, Garagi. Verdammt, wo ist die Garage, Mann? Wir sind so nah am Ende und ich kann nicht die Garage finden. Ich will es nur spannend machen, Leute. Das ist alles Absicht. Schiddy findet die Garage nicht. Man. Verdammt, Leute. Verdammt. Hier. Garage. Ja. Hör auf zu flüstern. Flüster mir nicht ins Ohr. Da vorne. Da vorne ist sie, Leute. Sie ist ganz nah. Die Nicht-Garage. Garage ist hier, oder? Mann, ey. Hier. Garage. Ja. Garage. Kofferraum. Open. Oh mein Gott. Was habe ich da jetzt geholt? Eine Decke. Was ist in dieser Decke? Wasch sie, wasch sie, wasch sie. Ich will aber nicht. Waschen? Wo ist der Wäscheraum? Laundry, Laundry, Laundry. Welcome. Wo war nochmal die Laundry? Laundry, neben dem Boilerraum. Heizungsraum links. Das Mädchen mit dem Wasser. Dem Messer ist bei dir. Hört auf, mir Angst zu machen. Laundry, hier. Jetzt wird gewaschen, Leute. Waschbecken. Blut, 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 Blut kommt raus. Blut kommt raus. Oh Gott. How could I have forgotten? I saw everything. I was there. All the pieces were in front of my eyes. A kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Her look? It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look?
It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She'd cleaned it. Go on. No. I don't. Go on! We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For two whole periods, I think. And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't true. Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... Da liegt auch das Zahnspengle. I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her in the trunk rolled in the blanket. God, oh my God. She killed Rachel. Thank you, Nikki. You've had your revenge. I hope all this gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid. Plus, she never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is here? You know, I think she's still protecting me. But I'm grown up now. Now, we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. We are still alive. We're alive. Me, you, we didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. It's beautiful here. Rachel told me about it so many times, but I never thought it was so beautiful. You're the only one left. Don't leave me here alone. I'm scared. It's wide as far as the eye can see. Beyond the mountains. You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freed me. And now I can finally rest in the light. I can... and go back... to her. Don't go. You can't. Don't leave me, too. We have our drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. Another time. Beyond this horizon of events. Everything is...
Irving? Irving? I don't want to stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. Who's there? Nein, bitte dreh jetzt nicht durch. Rachel? Is that you? Gott. Aber den Geist gibt's ja wirklich sonst. Hätte sich vorhin nicht die Tafel bewegt. Ich wollte die gerade tracken, die Olle. Na, no, danke, Chris. Wäsche war nicht mal nötig. Oh, I'm in the car. Die Zahnspange, ja. Kann schon mal bitte rangehen. Yes? Nicole, it's me, Jenkins, the attorney. Finally I can get through. You don't know how many times I've tried. I can't hear you. The connection's bad. How are you? I was really worried about the storm. I'm good. Great. I'm glad. You're sure you... Listen, I don't want to sell the hotel anymore. What? Damned interference. I didn't catch you. What do you say? I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your job is done. Thanks. Oh, well, I see. Well, you're the owner, and you got every right to decide. But maybe we should talk about it in person. I want to understand. This kind of decision... I'm back home, and I have to stay here forever. Wait a sec, let's talk. There's also my fee. Oh Gott, ich will aber hier nicht bleiben. Gangschaltung. You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day. But they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us? What do you think? It would be so nice to be all together. Mom, Dad, it would be so nice. Wait. I did all that you asked me. Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. I'm scared. Oh Gott, warum? Ich will mich jetzt aber nicht umbringen. Anschalten. Ich will aber ausschalten. Schlaf schön, Selina. Ach so, jetzt mache ich... Jetzt inhaliere ich ein bisschen. Ach, oh Gott, ich habe den Schlauch gar nicht gesehen. Ausschalten. Ich schalte aus, ich will nicht sterben. Ich hätte mich jetzt auch töten lassen können. Aber ich will nicht. I'll stay here with you, Daddy. Mom, we'll bring back the Timberline to its fortune together. We will be happy again, all together. Yes. Like a whole family. No more anger. Just love. Also ich hätte mich jetzt auch umbringen können, aber ich wollte nicht. The Suicide of Rachel Foster, geiles Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne eure weiteren Theorien in die Kommentare, wie ihr gedacht habt. Ich fand das Spiel super geil. Empfehlt mir gerne weitere Horror-Games, die wir spielen können. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne was in die Kommentare. Und abonniert gerne den Kanal. Ade mit Eva Schee.